Mach ich. Nein, jetzt ohne Scheiß, gerne. Wie war das Neue? Hä? Ja, nur da. Ich hab die Demo davon gespielt. Philipp hat eine Viertelstunde gebraucht, um durch eine Tür zu laufen, weil er sich nicht mehr getraut hat. Echt? Du Scheiße. Das ist aber sehr, sehr intensiv, muss man sagen, in VR. Ja, besonders, ich bin halt. Es placht hinterher ab, Resident Evil 7. So von diesem. Ne, du gewöhnst dich an diesen Horror, finde ich. Also ich zumindest. Aber die. Die ersten zwei Stunden des Spiels sind auch echt erstmal der Horror, ne? Muss ich erstmal schon damit klarkommen. Ja, ich sag's denn da, Philipp. Das war, war im August war das. Aber ich muss sagen, für mich die Härte wäre nach wie vor echt, wenn sie es in VR machen würden, das Alien Isolation. Also das wäre. Boah, ich glaube, da würde ich instant sterben. Ist auch einfach ein gutes Spiel, ne? Aber sowas von, aber. Oh. Was hast du, Schatz? Ich hab nichts gesagt. Mach das. Achso, tut mir leid, Tom. Ich hab gedacht, du hast was gesagt. Entschuldigung, Süßer. Und es geht wieder los. Sind wir nicht alles Edeltucken? Sind wir nicht alle ein bisschen Homo? Ach, da ist der Philipp schon mal. Ach, die sind auch schon da, sag das doch. Ja, ich bin auf dem Weg nach unten. Ach so. Dann gehe ich mal eben rein und starte. Alle eintreten. Das wäre jetzt gemein, wenn ich sagen würde, alle mit eintreten. Dann halt dein gestohlenes Auto weg. Ich habe alleine gedrückt. Schade. Sehr schade. Dafür habe ich jetzt einen sehr langen Ladeball. Echt, hat Philipp so einen langen Ladeballen? Oh, was ist heute los, ey? Ja, aber dafür ist er Mono. Ist das so ein Synonym für einklötig oder so? Ja. Philipp hat nur ein Ei. So, dann starten wir mal. Also, Fahrzeugbeschaffung klingt gut. Ja, aber ne? Wenn es heißt, an der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes, ne? Ja, ich weiß, dann hat Philipp gewonnen. Ne, dann. Ja, dann fährt Philipps Penis Achterbahn, ich sag's dir. Und wie fand sie es? Das müssen wir feststellen, wenn wir sie entwickelt haben. So, wer will Fahrer sein? Muss nicht unbedingt. Aber wir haben das falsche. Natürlich das falsche Auto dabei. Ich habe meine Lowrider-Karre mitgenommen. Warum nehmt ihr alle immer? Ach, dann nehmen wir meinen. Ich habe meine Lowrider-Karre da hinten. Hat die vier Sitze? Ja. Ach, dann nehmen wir den Lowrider von mir aus. Muss ich nicht fahren. Ja, ich hab auch das Lowrider-Outfit an im Moment. Oh, warte mal. Oh, wie hat man das... Wie kann man das denn nochmal ändern, das Outfit? Stil war das. Ja, Philipp, ab nach hinten. Ich kann nicht einsteigen. Bist du sicher, dass das ist? Das sind zwei Sitzer, kacke. Okay. Warte, wie machen wir das nochmal? Kinder müssen hinten sitzen. Du musst dein Auto mal. Du musst dein Auto freigeben für. Mitglieder zumindest. Wie mache ich das nochmal? Warte mal, Fahrzeuge? Fahrzeuge. Ich hab das Gefühl, Touchpad ist wichtig. Oh, Bremen hat ausgeglichen. Alle ausgestiegen. Ja, toll. Warte kurz. Jetzt bin ich hinten eingestiegen. Nein! Zugang für Freunde und Crew. Ist
eingestellt. Ich dachte, man muss bestätigen, deswegen stand es kurz auf niemand. Entschuldigung. Nee, aus irgendeinem Grund fallen die Türen immer ab. Echt schon wieder? Ey, was macht ihr immer damit? Philipp war zu hart. Ich habe das Gefühl, dass hinzugeguckt wird. Ich habe den Chat gar nicht auf. Ich kann gar nicht lesen, wer was geschrieben hat. Kann ich auch nicht gerade. Ich versuch's gerade. Ich habe auch schon Nachrichten gekriegt. Wenn wer was geschrieben hat, dann nochmal bitte. So. Ihr habt mich zum Fahrer gemacht. Ich dachte, einer von euch fährt. Du hast doch alle rausgeschmissen. Ich wusste nicht, dass ich dann automatisch auf den Fahrersitz gehe. Da sehe ich schon wieder eine Nachricht kommen, aber irgendwie wird mir nichts angesagt. Ich will nicht die Wiederholung von meinem Chat sehen, ich will Simon das live sehen. Simon guckt uns zu. Simon, du alter Wemser. Ja, ich habe dich vorhin außerdem eingeladen. Ich bin auf dich draufgekommen. Natürlich hätte ich auch gerne mit dir gespielt. Ich bin natürlich jetzt... Nee, ich bin jetzt ja, selber genau. mit der Twitch-App beschäftigt, deswegen war das jetzt doof, dass ich der Fahrer sein soll. Ja, warte, hier. Schau mal jemand anders. Warte. Machen wir das so. Mach mal, wir spielen wieder öfter, Simon. War zumindest der Plan, das jetzt wieder öfters zu spielen. GTA kann man halt auch mit ganz vielen spielen, weil man dann an anderen komischen, da kann man halt keine Heights machen, aber es gibt ja noch genug andere Sachen, die man irgendwie machen kann. Ja, beziehungsweise man kann ja auch Multi-Heists machen, ne? Ja. Ja, dass du einfach so die Heists parallel machst. Heist. Genau, okay, zum Beispiel. Ach, endlich habe ich es hingekriegt, auf meinen Chat zu schalten. Haha! Sei ich schon eingestellt, dass wir... Hi! Das bleibt eingestellt. Ja? Ja. Bis du es wieder aufstellst. Genau. Also den Ton müsste jetzt eigentlich jeder hören. Von euch. Wie gespräst es. Das weiß ich natürlich auch nicht. Richtig. Der Philipp kann auch nicht gut fahren. Wir bereiten den Casino heißt vor. Sorry, ich habe eine Frage gekriegt. Oh! Das Trottel! Ah, das kommt davon, wenn ich dich fahren lasse. Mein armes Auto. Ich glaube, wir haben uns übrigens dazu entschieden, Motorräder zu klauen als Fluchtfahrzeuge. Haben wir das? Ja. War das ein, war die Fahrkünste, die man jetzt gerade sieht, auf jeden voll. Fall. Die Truppe ist leider voll. Hab mich jetzt auch dazu entschieden, diesmal Bier zu trinken beim Stream. Fand ich mal lustiger. Denk dran, ne? Die Straße ist das mit diesen zwei Linien. Ja. Was so wie Reifenspuren wirkt. Das nächste Mal, tut mir bitte einen Gefallen, das nächste Mal nimmt irgendeiner von euch ein Auto mit vier Türen, ja? Das andauernd wird mein Auto geschrottet. Das macht einfach mehr Spaß, durch die Gegend zu fahren. Ja. Yeah. Ich glaube, in der Konstellation ist es jetzt auch das erste Mal, dass wir so zusammenspielen, ne? Ich glaube, dass ich mit Philipp zusammen spiele, ist das erste Mal. Dito. Aber Philipp kennst du, ne? Also Göppingen weiß ich, aber... Kennt ihr euch, Daniel, Philipp? Ja. Nein, wie kommst du denn jetzt da drauf? Achso, die Helis hatten wir nicht zur Verfügung. Wir machen den Heist das erste Mal. So. Danke.
Mal wieder nicht die Waffe, die ich haben wollte. Den kann jetzt nicht offen. Wollen wir auch weitermachen, Bloodborne, irgendwann. Definitiv. Auf jeden Fall nicht runterschmeißen. Was müssen wir eigentlich klauen? Müssen wir diese Laster hier klauen oder was müssen wir? Nein, du musst die Schlösser der Laster öffnen, damit du die Bikes klauen kannst. Okay, ich hab schon eins. Ein Schloss oder ein Bike? Ein Bike. Ich werde wieder abgebrochen, wirklich. He's on fire. Wie hast du das Schloss geöffnet? Rechts und links sind diese Schlösser. Das sind auch, werden auch mit roten Pfeilen angezeigt. Einfach draufschießen. Okay, warte, wo ist es denn? Ja, ich hab die letzte. Ab da? Wie hast du es aufgemacht? Rechts und links sind Schlösser. Okay, jetzt habe ich im Moment nicht aufgepasst. Fahren wir. Ich glaube, ich sterbe gerade. Ich bin abgeschossen worden, fuck. Kann man nicht schießen auf dem Motorrad? Ich weiß es nicht. Der muss da über noch drüber fahren. Da bist du wieder. Ja, jetzt kann ich. Ich musste erst den Helm aufsetzen. Ach so. Warum haben wir eigentlich das Glück, dass bei uns immer solche Sachen nachts sind? Kann ich einfach mit guten Sichtverhältnissen fahren? Weil es dann stylischer ist. Ah. Aber ich meine, da haben wir uns ja auch genau den richtigen Heist für unseren ersten Heist ausgesucht, dann direkt den Casino-Heist zu nehmen, ne? Ja, wenn heißt dann richtig. Wir hätten ja auch den Ja, wir machen doch die ganze Zeit schon diese Witze. Überall. Ups, sorry. Die Straße war da vorne. Dran vorbei. Alle dran vorbeigefahren, sehr schön. Bin nicht alleine doof. Wir poppen Autos auf, ey. Ja, dann gib mal Gas. Ich kann nicht denn während der Fahrt schießen. Mit L1 zielen und mit R1 dann schießen. Also Gas dann geben mit R2 und. Genau, zielen machst du mit L1 und mit R1 schießt du. Es sei denn, du zielst nicht, dann ist das die Handbremse R1. Okay, ja, habe ich gemerkt. Hupe funktioniert auch. Tatsächlich, das Ding hat eine Hupe. Mal jetzt schön am Sägewerk vorbei. Ey, da war doch bei Days Gone die große Horde von Tommy. So weit bin ich noch nicht, Spoiler-Tom. Entschuldigung. Ein Spoiler-Ton. Aber ich bin aber selber nicht so weit, ich hab das doch nur im Trailer gesehen. Das ist auch Sägewerk. Das wollte ich auch weiterspielen noch. Das hat mir dann doch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte nur eigentlich vor, das auf der PlayStation 5, wenn ich da mal habe, zu spielen. Wegen 60 Bilder pro Sekunde. Bei den Spielen, die du dir für die PlayStation 5 vorgenommen hast, ne, bis du die alle wieder durchgespielt hast, ist PlayStation 6 da. Wahrscheinlich. Deswegen habe ich mir fest vorgenommen, erst Cyberpunk und danach werde ich das nächste Spiel anfangen. Meinst Mass Effect Trilogie? Ja.
Und vorher werde ich auch mich nicht auf nichts einlassen hier und so. Hm. Das ist aber schade für deine Frau. auf dich lasse ich mich doch immer ein, das weiß ich doch. Dankeschön. Da fehlt jemand. Warum fehlt der, der sich am besten auskennt, laut Tom? Warte mal. Da. Brian Fantan ist es wieder da. Die Riesenlady. Also schon wieder Stöckelschuhe an. Ach verdammt, durchschaut. Warte mal. Nein, 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 nein. Heißt, da. So, Mission abgeschlossen. Wer glaubt ihr eigentlich, das Zivilist auf der Brust? Hä? Cool, ich habe eine Rangerhöhung. Ich bin nun Staatsfeind. So, jetzt rein und... Ey, du Gentleman. Oh nein, fängt das wieder an, ey. Ich gebe mal... Wir machen das einfach so. Ach Gott, ich hole mich. Ich will mal kurz im Waffenladen. Können wir uns überhaupt gegenseitig treffen wir uns überhaupt? Ich glaube nicht, weil wir in der Crew sind, ne? Ja. Wir treffen schon, aber tut uns nichts. Was passiert, wenn ich sowas mache? Ah, das Spiel ist ja, was das angeht, ziemlich cool von der Kollisionsabfrage. So, dann gehen wir mal rein wieder. Oder beziehungsweise ich, um das nächste zu starten. Gespannt, was das nächste ist. Aber Fahrzeugklauen fand ich schon cool. Und einen weiteren Schluck Kaffee. Einen weiteren Schluck Bier. Achso, ich wollte noch gucken, wie es beim Fußball steht. Habe ich nicht. Ja, da war ich Repping überrascht, dass du selbst gesagt hast, dass das Ratchet & Clank ganz cool aussieht. Ja. Tut's ja auch. Deine Fluchtwagen können jederzeit verbessert oder neu lackiert werden, solange du drin sitzt. Das ist toll. Warum wird das jetzt eingeblendet, wo man sie abgeliefert hat? So, jetzt brauchen wir das Hackergerät. Ich wollte gerade wieder Dart spielen. Es juckt mich ja in den Finger, das U-Boot zu kaufen, aber ich glaube, das kostet 3,6 Millionen. Dann wärst du wieder pleite. Ja, ich hätte da noch 1 Million, aber ja, das ist pleite quasi in dem Spiel. Oh, wir haben vorgegebene Klamotten. Yep. Guck mal, hier ist doch ein schönes Auto. Das passt doch perfekt zum Outfit. Oh, Philipp, könntest du mal uns als Freunde nehmen hier? Geht doch. Nein, das war Türk. Könnte sein. Ich war auch kurz davor, ein Ziel dran zu werden. Ach geil, ey. Achso, so Autofahrten eignen sich übrigens perfekt dafür, in die Ego-Perspektive zu gehen. Gibt ja den Erfolg, also ich habe den schon 15 Stunden in Ego-Perspektive gespielt. Das ist sogar ein Erfolg, okay. Mhm.
Warum habt ihr alle geile Anzüge und ich so einen scheiß hässlichen... Weil du aussiehst wie so ein Tweetjackenlehrer. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Guck mal zu mir. Nett von euch. Oh Mann, Scheiße. Philipp, gib mir eine Ego-Perspektive. Wer wird rausgehen? Wir haben übrigens... Ich will rausgehen. Wir haben unseren Rapping rausgeekelt. Die falsche Taste. Ich hab tatsächlich die falsche Taste gedrückt, ey. Wir haben ihn im letzten Ort verloren. Das ist schon eine Weile her. Kacke, ey. Wollten wir, aber wir waren so am Lachen. Na, kacke, da bin ich wieder. Das hat mich jetzt so ein bisschen an Tenet erinnert, wie das Auto entgegenkam. Aber ich hab Montag angefangen, aber ich war dann zu müde wegen Frühschicht. Und dann wollte ich noch nicht weiter gucken, weil so. Er. Hallo. Weil man sich doch ein bisschen konzentrieren muss bei, ne? Ja, aber muss man. Von der Bilder her ist er wieder mega geil, ne? Ich liebe Nolan einfach. Ey, ganz ehrlich, jetzt ob man Nolan mag oder nicht, aber der Film ist die Wucht. Ich war so begeistert davon. Also musst du dir auf jeden Fall ansehen. Wie gesagt, ich werde ihn mir auch nochmal ansehen. Also ich denke, ein zweites Mal sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Ja, ich halt das, was ich... Ach, will er dir, fick dich. So. Ja, das stimmt allerdings. Wie kann er nur? Der Bastard. Ja, echt mal, wie kann der es wagen? Irgendjemand hat meine Fensterscheibe kaputt gemacht. Das zieht. Ich hoffe, ich kriege als Streambild einen Mittelfinger. Das kannst du als Vorlage, meinst du jetzt, als Thumbnail? Ja. Ich glaube, unser Lehrer ist ein Prolet. Das sah gerade aus, als hätte er eine goldene Knarre. Okay. Aber weißt du was? Auch, ja. Aber weißt du, was cool ist? In meinem Stammbaum ist John Marston. Im Stammbaum ist John Marston. Ja. Ja, als das Spiel noch für die 360 rauskam, wo ich den Charakter angefangen habe, da musstest du ja, konntest deinen Charakter nicht selber erstellen, sondern nur deine Eltern. Ja. Und ich weiß gar nicht, war das, weil man Red Dead gespielt hatte oder weil ich die Collector's Edition vorbestellt hatte? Da konntest du dann John Marston als Elternteil väterlicherseits nehmen. Okay. Sieht man das noch irgendwo eigentlich? Weil ich hatte das auch damals eingestellt. Das siehst du nicht mehr, das haben sie irgendwie rausgenommen, weil du jetzt deinen Charakter ja direkt erstellst und nicht mehr die Eltern zusammenklamüserst. Was ja eigentlich eine sinnigere Sache ist. Ja, geht noch? Guck mal, er ist ein Frischling, er weiß das. Oh, Achtung! Wow. Das habe ich sogar in der Ego-Perspektive gesehen, dass uns das Ding gleich reinfällt. Also, ich sitze hinterm Fahrer und muss ganz ehrlich sagen, es ist gruselig. Gruselig und grauenhaft. Ich muss zugeben. Ja. Ich glaube, für Sachen würde ich genauso fahren. Das kann ich nicht sagen, ich bin noch nie nüchtern gefahren. Gute Antwort. Kann es sein, dass uns die ganze Zeit nur Lowrider oder beziehungsweise diese 70er-Jahre-Autos entgegenkommen oder diesen Sportwagen, den Philipp geklaut hat? Ich habe das Gefühl, ich sehe nur diese Autos die ganze Zeit. Kennt ihr das noch aus GTA 4, wo man dann endlich das geile Auto hat und dreht man sich um? Ja, und dann dreht man sich um und dann steht dieses Auto fünfmal hinter einem. Aber wenn man es nicht hat, ne? Ja. Das ist doch immer noch so. Wie jetzt gerade. Das war bei 3 so, das war bei 4 so. Oh. Also ich erwarte von GTA 6, dass der Beifahrer den Kaffee in der Halterung dann auch trinken kann. Das wäre ziemlich cool. Ich würde auch gerne das Radio umstellen, aber irgendwie kann ich nicht.
Ah, das war die Tafel gedruckt. Tut mir leid, Jim. Ich hab die falsche Taste gedruckt. Wie hat man nochmal seine Lebensenergie wieder aufgefüllt? Essen. Oh, da ist er. Also ich muss ja sagen, diese Mittelfinger haben sie schon schön animiert, also. Da muss ich wieder sagen, ich habe Supernatural zu Ende geguckt, das ist ja traurig. Müssen wir die einfach nur umbringen? Ich glaube ja. Wie durchsuche ich die? Bei GTA hätte ich es gewusst. Warte, bis dein Team die Sicherheitspässe gefunden hat. Habt ihr die noch nicht gefunden, oder? Hä? Ich fehl, glaube ich, noch dann. Ich hab doch selber. Ich hab auch, aber vielleicht muss jeder den allen sammeln. Ja. Ich muss sagen, wie lächerlich das ist, dass ich einen riesigen Schalldämpfer auf meiner Schrotflinte habe. Müssen wir auch alle bei dem gleichen Typen den Sicherheitspass einsammeln? Das ist ja behindert. Warte kurz. Mein Name ist Agent Hamill. Wer ist Agent Ford? Hä? Ich bin Scully. Okay. Ich bin Phelps. Agent Phelps. Phelps. Wo war Agent Phelps nochmal? Ich überlege gerade. War das nicht bei so einem Adventure? War Phelps nicht bei... Still Life. Ist das Adventure. Phelps. Nee, Pearson. Agent Pearson. Genau. Ich sehe nur diesen Mittelfinger durchs Fenster, weil ich in der Außenperspektive bin. Das bin ich. Eigentlich ist er auf den Fahrer gerichtet gerade. Ich kann nicht mehr lenken, Alter. Was ist los mit deinem Auto? Oh, Nazi-Kokain, sagt er im Radio. Das habe ich gehört. Ist das nicht das beste Kokain, das Nazi-Kokain? Ach, geil, ey. Ja. Ihr wisst, geil, ihr dürft nicht die Mittelfinger kreuzen, ne? Ach, du meinst wie bei Ghostbusters? Genau, kreuz nicht die... Nicht den Strahl kreuzen. Ja gut, das ist ja eh schon immer eine goldene Regel. Golden Shower. Naja, Hoffmann und ich sind da immer nicht ganz so. Uns passiert das öfter mal. Dürfen wir da wohl mit Waffen reingehen? Ich komme so. Haben wir eigentlich einen Namen auf den Plaketten? Kann man die lesen? Das wäre cool. Aber ich glaube nicht, ne? Ja. FIB, ja? Wir sind hier. Wir dürfen doch nichts klauen hier von den Namen. Da gab es doch Riesenrandale, weil sie die Original FBI benutzt hatten. Okay, wir dürfen nicht zu lange in ihrem Blickfeld sein, steht da unten. Da lustiger, oben. Lustigerweise, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ist mir noch nie aufgefallen, dass da FIB steht. Echt nicht? Für mein
für mein Auge steht da FBI, ey. Also für so, das ist so halt dieses. Aber steht doch bei dir auch mal Potzelei drauf, ne? Und du wunderst dich immer, warum dein Konto leer geräumt wird, wenn du denen die Daten gegeben hast. Okay, das wird jetzt schwer, ne? Ich lenke sie ab. Und indem ich Granaten werfe und. Ach, die. Warte, die App. Wir brauchen wieder die App. Oh, das muss schon hier in der Nähe sein. Wo war nochmal die App? Ja. Ich hab's. Oh. Okay, das war easy. Das war erstmal. Haben wir's? Ja, wir haben's. Okay. Wir können wieder raus. Das nee. War. FBI das war überhaupt nicht. Bei Hamas. Wir streamen alle, oder zumindest TomTom und ich ein bisschen. Deswegen war ich auch gerade so laut. Wer streamt? Was? Wer? Niemand. Also da sind jetzt 4 Leute hochgegangen, haben einen Koffer genommen. Oh, müssen wir jetzt, heißt das, wir müssen schnell machen, oder? Das war jetzt ein Problem jetzt. Und was das Lustige ist, ich hab mitgedacht, diesmal habe ich meinen Gepanzerten gerufen. Mein gepanzerter Wagen ist hier. Sehr gut. Super. Ich habe eine Panzerweste angezogen. Witzig wäre, wenn wir das Auto jetzt noch nicht freigegeben hätten für alle. Das stimmt allerdings. Wird das Auto mit Freunden freigegeben? Ich habe irgendjemanden im Hubschrauber getötet. Ich glaube, es war der Pilot. Der Hubschrauber kommt runter. Wo kann ich mich jetzt verstecken vor dem? Um sie zu ohne sehen. Das wäre auch zu witzig, wenn der jetzt verfügbar wäre. Aber mach erstmal Strecke und dann. Wer ist auf Pause? In so einer Situation kann man nicht auf Pause gehen. Hat so Schlepphämmer-Allüren. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Okay. Ja, haben Sie mich wieder, ne? Ja, Sie haben uns gesehen. Autobahn ist auch mal doof zu fahren. Der unterirdische Tunnel, in dem ich war und wo ich mich wieder rausgefunden habe. Rapping, ziehst du da auf die Zivilfahrzeuge? Ja. Oh, Achtung! Bei uns. Weit. Oh, guck mal, das Polizeiauto. Weil der direkt hinter uns war. Ja. Ja, genau hier war das. Genau hier war das. Hier bin ich durchgefahren und. Ich glaube, du kannst langsamer fahren. Das ist nicht das Batmobil. Ich glaube, du kannst sogar anhalten. Das klingt allerdings, als wenn die hier gleich sprengen wollen. Okay, cool. Ja, die haben sich bei dem Spiel schon echt Mühe gegeben. Ja, dafür, dass das jetzt, ich glaube, nächstes Jahr ist es glaube ich dann, ne? Es ist dann 10 Jahre alter Spiel, ne? Krasserweise. 3 Konsolengenerationen. Jetzt kommt jetzt nochmal eine verbesserte Version raus für die. Ja, genau. Wobei ich hoffe, dass sie das als Gratis-Upgrade machen, aber ich befürchte, sie werden Geld für verlangen. Viel schlimmer ist für mich die Frage, wenn sie Red Dead jetzt nochmal rausbringen, kaufe ich es mir dann ein drittes Mal? Ich befürchte, ja.
Also wenn sie das jetzt wirklich mit allen grafischen Verbesserungen der aktuellen Konsolengenerationen raushauen, mit Raytracing und so, oder wenn es nur so aussieht wie der PC-Trailer, den ich Rapping damals geschickt habe, das wird schon reichen. Hilft das Hackergerät zur Spielhalle zu bringen? Ja, die ist ja nur 10 Kilometer weit weg. Ach, halt die Fresse. Aber du bist der Fahrer. Nein. Nein. Bis gleich. Ja, dann geh ich mal eben kurz kacken. Warum stinkt das hier so im Auto? Worüber ich mich übrigens aber sehr gefreut habe, ist die Ankündigung von Mortal Kombat. Der kommt nicht ins Kino, aber ab dem 13. kommt er als Demand-Film raus. Ey, der Trailer sieht auch echt gut aus, finde ich. Ey, ganz ehrlich, ich mochte schon den alten Film und auch den zweiten Teil, obwohl der schlechter war. Und ey, wenn der neue, der wird so gefeiert von den Leuten, die die Teile schon gut fanden. Ich habe da so Bock drauf. Ich will auch immer noch das Spiel haben. Nur wegen der Story. Oh ja, Goro. Goro habe ich gemocht. Das Schlimme ist, im Trailer sieht das, oder jetzt, was ich das gesehen habe bisher vom Spiel, vom Film, sieht das so aus, als wenn ich Scorpion leiden mögen würde. Aber ich bin eigentlich immer so ein Sub-Zero-Fan gewesen. Scorpion mit seinem Come here! Get over here! Das sieht so geil aus. Man kann ja sich bei YouTube die ersten 7 Minuten ansehen. Und die sahen schon qualitativ echt geil aus. Wusstest du übrigens, Ripping, von wem der ursprüngliche Film gemacht war? Nee. Von Paul W. Anderson, dem Mann von Mila Jovovich, der die Resident Evil Filme gemacht hat. Okay. Ja. Wusste ich auch so. Also wenn man es so vergleicht, okay, die sind sich sehr ähnlich, bloß die Resident Evil-Filme, das passt einfach nicht. Ich hoffe ja auch immer noch, dass man mal, weiß gar nicht, ob man den kaufen kann, dass man Postal kaufen kann. Der einzig gute Uwe Boll-Film. Stimmt, geht das. Alter, was hast du mit dem Wagen gemacht? Das war Kit, er hat Kit genightridert. Also, ne? Von hinten. Hat einer von euch mal das Interview von Uwe Boll bei den Rocket Beans gesehen? Wo der bei den Rocket Beans war, bei Kino Plus? Nee, wusste ich nicht, dass der da mal war, sonst hätte ich mir das angesehen. Sehr, sehr gut. Schon sehr lustig, ne? Ich habe nur gelesen, der Grund, warum immer wieder Hollywood-Darsteller großkarätige bei ihm mitmachen, ist halt einfach der Grund, weil er in den Hollywood-Drehpausen, also wo die in den Jahreszeiten, wo die keine Filme machen, dreht er halt seine Filme. Und die machen. Und die machen halt alle mit, weil sie dann zum einen, der hat ja auch Jason Statham gehabt, Burt Reynolds, ne, Ben Kingsley, ja. Ja, und weil die dann halt normalerweise zu dieser Zeitperiode kein Geld kriegen würden. Und alle wissen, dass seine Filme trashig sind, aber er steigt immer mit 50% seines Eigenkapitals in die Filme ein und deswegen vertrauen ihm die Leute so, dass sie dann mitmachen. Was hat er bei Rocket Beans da gesagt? Nicht über den Leuten, weil wir mitmachen. Weil es alles kleine Nutten sind und alle für Geld alles machen. Ja, das. Er hat den Stream gestartet mit dem Wort Nutte, also ich bitte dich. Es muss ein Running Gag bleiben, Nutte. Ja. Das war wie eine Fußnote, ab jetzt haben wir die 10-Sekunden-Marke erreicht. Nein, nicht. Ja. Ich finde das ja auch so geil, wie diese Selbstironie. Er spielt sich ja in dem Film Postal selber. Ja, ich weiß. Und da wird er dann. Darf man das im Stream sagen? Ist ein Zitat. Dann lassen wir es besser. Zitat an, sag doch. Okay, Zitat. Woher haben Sie das Geld für diesen Vergnügungspark? Darauf Zitat Uwe Boll. Nazi-Gold. Irgendeiner muss es ja ausgeben. Warum nicht wir? Zitat Ende. Okay. Das war schon. Also, der Film hat einen sehr grenzwertigen Humor, aber sehr angelehnt halt an das Spiel. Von daher dann passend. Ich will auch diese. So lachen. Wir fragen sie auch so: Was ist denn dein Film? Ne? Warum sind die mal so schlecht?
Hey, ich finde meine Filme alle so schlecht. Steven Spielberg hat 1990 auch keinen guten Film mehr gemacht und der wird immer noch gefeiert. Das war ganz geil bei Rocket Beans. Ausrüstungsoutfit wurde freigeschaltet und dem Kleiderschrank hinzugefügt. Yay! Cool. Ach, das ist das, was wir jetzt gerade anhaben wahrscheinlich, ne? Dieses FBI. Echt, ich muss schon wieder 500 bezahlen für tägliche Kosten. Ihr fresst aber auch wie die Schweine, ey, das gibt's nicht. So, dann gucke ich mal, was wir als nächstes machen müssen. Ich muss pinkeln. No, okay. Ich war gerade. Patrouillenroute. Achso, das sind optionale Sachen, die wir machen können. Masken können wir uns kaufen am Strand. Da sind wir ziemlich weit weg. Elektrische Bohrmaschine. Sicherheitsinfos. Das kann ich nicht lesen. Dugans Lieferung. Und Patrouillenrouten. Du hast doch mal heiß gespielt, Philipp, oder? Ja, aber das ist schon ein bisschen länger her. Meinst du, das bringt irgendwas, diese ganzen Sachen zu machen? Ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Masken sind, glaube ich, sogar egal. Hier ist zum Beispiel die Waffenlieferung für das Casino ausschalten. Zerstöre Waffen und Ausrüstung, die fürs Casino-Team bestimmt sind. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Das sollten wir, glaube ich, tun. Ja, dann haben die halt weniger Ausrüstung. Dann ist das wie in einem IT. Dann haben die nur noch Funkgeräte in der Hand. Ungefähr. War ja nur eine Idee. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, haben wir in 2 Wochen können wir ihn durchziehen. Dann können wir es quasi wie so ein Heist in Echtzeit. Ist das wieder der TomTom? Ich bin wieder da. Nee, das ist Philipp. Der sich einfach in einem Polizeiauto gesetzt hat. Ja. Wir wollen die Waffenlieferung fürs Casino zerstören. Bist du dabei? Ja, klar. Dann starte ich. Sag das nochmal mit dem Stil ändern. Mit dem Stil ändern kannst du am Kleiderschrank vorgefertigte Klamottensets auswählen. Aber du musst die vorher im Kleiderschrank zusammengesetzt haben. Oder, glaube ich, im Bekleidungsladen. Oh, nö, ich hab Philipp ist tot. Stil habe ich jetzt gerade schon wieder geändert. Ich wollte es einfach nur. Oder einen komplett fertigen. Alles klar. Ach du Scheiße, wir müssen jetzt in 10 Minuten alle kaputt machen. Ja, und wo seid ihr? Ich stehe am Auto von TomTom. Ja, deswegen müssten wir eigentlich jetzt alle andere Autos nehmen. So, jeder nimmt jetzt sein Auto und dann. Ach du Scheiße. Ach, da sind auch Helis dabei. Krass. Ja, und bis runter zum Flughafen. Oh. Und eins ist auf hoher See. Hinter meiner Yacht. In dieselbe Richtung fahren nicht. Warte mal, dann fahre ich mal woanders. Ach ne, tun wir gar nicht. So, was? Dann nehme ich mal den hier. Ja, das Dumme ist, was sieht man ja nicht, was der andere nimmt. Ich nehme den. Ich fahre, wenn die Karte direkt links, fahre ich die Strecke runter. Ich fahre rechts rum und guck, dass ich in der Mitte von der Pampa drin kriege. Dann habe ich schon richtig den weiter. Fahr die Hexe hinterher. Okay. Ich fahre jetzt erstmal in die Stadt rein und dann gucke ich selber alles weg. Ach, genau, natürlich wahrscheinlich keiner von uns ein bewaffnetes Auto, ne? Oder ein Flugzeug. Das wäre so einfach, wenn wir alle Nimbus 3000 hätten. Kann der denn schießen, der Nimbus 3000? Ja. Ich finde auch lustig, wie die das durchsetzen mit dem Nimbus 3000. Ich weiß einfach nur, was du meinst und ich habe keine Ahnung, wie das Ding in Wirklichkeit heißt, von daher. Ich auch nicht. MK2 Moped oder so. Du, vielleicht da kann keiner leiden. Voll komisch.
einfach nicht die Sirene an, ob es einfach jemand in den Gegenverkehr gefahren und hat einen Unfall gebaut. Du warst auch nicht dran beteiligt? Nee, ausnahmsweise mal nicht. Warum haltet ihr an? Alter Schwede, aber wir haben nur noch 7 Minuten. Packen wir doch nicht. Wir müssen auch nicht. War das nicht das, wo wir nicht alle schaffen müssen, aber dass wir mehr schaffen, desto besser ist es? Hier steht 10. Ach nee, 10 sind die, die es gibt. Okay. Genau, wir müssen nicht unbedingt alle, aber je mehr, desto besser. Hallo, willst du noch mehr Haftbomben dran kleben oder was? Geht doch. Haftbomben wäre gar nicht verkehrt, mal auszuwählen, wenn man im Auto sitzt. Was war mal los? Die Scheiße, sie bewegen sich auch. Viel schlimmer ist, die wollen auch gar nicht sterben. Ja. Ach, Kacke. Ich glaube, ich mach die Sirene jetzt aus. Es geht mir ein bisschen um den Sack, wie die mir fahren. Bleib doch nicht einfach stehen, du Hohlbirne. Von jetzt auf gleich alles sehr konzentriert. Komisch, ne? Natürlich sind die jetzt losgeflogen, nachdem ich angekommen bin. Das ist natürlich auch geil. What's the hold up here? Come on! Und die Fläche läuft dann. Cool, als ich in das Storyspielchen gekommen bin und Trevor mal wieder da war, hab ich mich so an die ganzen schönen Szenen erinnert, wie er versucht, den Fuß im Klos runterzuspülen und sowas alles. Das ist Aufwachszenen, wenn du das Spiel gestartet hast. Das ist so geil, oder wenn du den einfach nimmst, weil du den spielen willst und dann hat er dann auf einmal sofort die Polente hinter sich. Ja, oder die Polente hinter sich her. Das waren zwar nicht die, die ich wollte, aber die Rakete hat funktioniert. So. Einen konnte ich runterholen. Kacke. Aber ohne Witz, das kannst du doch auch nur schaffen, wenn du ein fliegendes Moped mit hast oder so. Wir sind ja ganz in der ganzen Stadt verteilt, wie willst du da hinkommen? Selbst zu viert ist es jetzt gerade irgendwie gefühlt unmöglich. Mein Problem ist gerade die Zielerfassung, weil da zwei Helis direkt hintereinander sind, springt die Zielerfassung immer um. Ich krieg die mit der Rakete nicht. Ich bin in die Sackgasse gefahren hier. Oh. Ich hasse mein Leben. Warte, das kommt. Oh. Mein Gott, da sind nur noch zwei Helis. Ich würde die kriegen. Ich habe noch zwei Raketen. Oh, nur drei Kabinen. Oben sind so ganz gut, wa? Der ist wieder im Wasser, der. Wo ist der nächste Kacke? Oh, oh. Da komme ich doch niemals hin im Hafen.
Ach echt, die musste ich gar nicht platt machen? Toll, ein Heli hätte gereicht. Das war Raketenverschwendung. Schaffe ich doch niemals in 3 Minuten. 2. Nee, die kriegen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, wer da in der Stadt ist. Der hätte noch eine Chance. Ach, der ist wieder aus dem Wasser draußen. Warte mal, wer ist in der Stadt? Warte mal, wo ist denn noch einer? Unten am Hafen. Ja. Ja, noch was. Ich hab da einen komplett verfehlt. Was geht's bei euch? Ich hab nichts mehr in der Nähe. Ich auch nicht, ich hab 2 Helis runtergeholt, das war's. Ja, das war gemein, ich hab 4 Helis runtergeholt, aber nur der erste zählte offensichtlich. Der Rest war okay. Quasi nur Begleitung des Konvois. Einen können die noch kriegen. Versuch's. Ich glaube, den da oben, den krieg ich jetzt nicht mehr. Ich werde mir erstmal neue Raketen kaufen. Geil. I love explosions. Geil. So 400 Kilometer fahren. Schaffe ich nicht. Nee. Aber komm, wir haben jetzt dafür, dass wir das nicht wussten, so unorganisiert losgefahren sind, hat das echt gut funktioniert. Ich wollte sagen, dafür sind wir eigentlich schon. Oh, warte mal, das ist bei mir. Ja, aber da komme ich auch nicht mehr hin. Ich bin ja 29 Sekunden. Naja. Drei Mockets habe ich geschafft. Egal, da haben wir 8 Stück kaputt gemacht von 10. Ist gut. Ja. Die Frage ist, wenn wir das jetzt nochmal starten, müssen wir dann wieder 10 kaputt machen oder bleiben dann die übrigen 2? Du kannst es, glaube ich, jetzt sogar gar nicht mehr nochmal starten, soweit ich weiß. Oder es bleiben nur die 2, wenn ja. Das Schlimme ist, ich muss 12 Kilometer fahren. So, nur auf die Karte, verfluchte. So, das ist meine Lieblingswaffe. Oh mein Gott, das sieht mir zu Taliban aus, das will ich nicht. Hat der immer nur was zu meckern, der Lester? Der kann auch mal sagen, ey, das habt ihr echt gut gemacht. You're looking at these, I know that you got problems. There you go. Finden die Einschusslöcher auch irgendwann, die man hat? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Irgendwann ja. Echt? Das dauert aber eine Herbe lange, oder? Ich meine ja, aber irgendwann sind sie weg.
versteht, dass das U-Boot sogar fahrbar ist mit Lenkraketen. Ja. Boom. Das finde ich cool. Ich habe auf YouTube gesehen. Aber das fährt übel langsam. Aber es ist halt ein U-Boot, ne? Ich wollte gerade sagen, ne, das ist ja, das, was anderes kann man davon nicht erwarten. Ja. Ich glaube, ich bin so der Letzte, der ankommen wird. Was man hier alles machen kann, ne? Schon der Hammer, ey. Ich weiß aber nicht, ob die Lenkraketen sich was kosten. Aber man sieht ja. Eigentlich wollte ich gerne mal den Avenger haben, aber da weiß ich gar nicht, ob der wie der funktioniert. Ich dachte, hab mir das nur cool vorgestellt, so ein Flugzeug zu haben. Welchen Avenger? Nein, nicht. Den stärksten, also den Hulk. Ja, immer den Hulk. Jetzt fehlt Möhre, der in unseren Stream reinkommt und sagt, der Hulk ist hinterher gar nicht mehr der Stärkste. Man muss auch manchmal einfach nur einen Film sein lassen. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, so was sie zusammengepackt haben an Helden und die dann auch noch alle in den Scaling zu drücken, dass die alle für den Film plausibel und nicht übermächtig sind, das hat alles so gut funktioniert. Fand ich jetzt. Ich bin auch nicht gegen. Also, ne? Wie gesagt, ich mag das gerne und so. Keine Frage. Aber ich bin im Moment ein bisschen überdrüssig, deswegen habe ich auch immer noch nicht Winter Soldier geguckt. Achso. War tatsächlich aber okay, auch so vom Ende her. Nicht der Hammer, aber okay. So würde ich das auch unterschreiben. Aber witzig ist, ich habe immer in der Vermutung recht gehabt, ne? Der Ping? Was denn? Mit Power Broker. Ja, das war mir aber auch irgendwie von vornherein klar. Ja, fand ich ein bisschen schade, aber egal. Nicht spoilern jetzt hier, ne? Nein. Dann hättest du ja auf Band, dass wir spoilern. Das ist ja... Das können wir nicht. Das ist ja nicht gut. Nein, wenn, dann macht man das ohne Beweise. In der WhatsApp, die man löscht. Dann behalte? Für alle löschen. Naja, soll ich jetzt was sagen? Dunkelrad, ist das hier, wo man das Auto reparieren kann? Oh, Danger Zone. What can the best mechanic in LS do for you? Boah, ich kann immer noch nicht die besten Bremsen installieren. Echt jetzt? Ach du Scheiße, Anzug. Wer will denn einen Spoiler auf den Karin steht? Ich kenne gar keine Karin. Das Auto nur repariert haben. Da ist der. Da muss ich hin. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes machen müssen. Und da fährt schon wieder Polizei. Was tut ihr da? Ich tue gar nichts. Philipp, Philipp macht immer nur Scheiße. Weiß nicht, hier liegt ein toter Polizist auf der Straße. Und die Polizeiautos fahren weg. Irgendwas hat denen Angst gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Gott sei Dank. Ich höre einen Hubschrauber. Ups! Nichts gemacht. Die Tageseinnahmen der Spielhalle werden im Tresor in deinem Büro aufbewahrt. Ich habe hier Einnahmen?
Was brauchen wir denn jetzt noch? Wir müssen noch eine Schlüsselkarte. Also man kann die Sachen auch einfach kaufen. Ich weiß nur nicht, wie teuer die sind, das wird da nicht angezeigt. Ich glaube 75.000, ich bin mir aber nicht sicher. Warte, ich gehe mal eben kurz runter. Dann geht die Treppe so langsam. So. Also, wir haben noch zu erledigen Tresorschlüsselkarte, Einbruchsverkleidung und Tresorraumbohrer. Und das, was wir jetzt gerade gemacht haben, war optional, um das Ganze zu erleichtern. Ich hätte jetzt gesagt, also sind die Dinger mit dem Gelben, die wir machen müssen. Das ist die Schlüsselkarte für den Tresor. Und wie man den Tresorraumbohrer macht, weiß ich gar nicht. Das da. Wenn man den Bohrer nimmt, dann kannst du noch ein paar Schließfächer aufbrechen. Diese Elektrobohrmaschine. Warte mal. Oh ne, der will tatsächlich 70.000 für den Bohrer haben. Das ist mir ein bisschen viel. Okay, der möchte irgendwie für alles 70.000 haben. Gut, dann hätte ich jetzt erstmal gesagt, machen wir. Was ist das? Was Atomisierer? Scheiß die Wand, was ist das denn? Ist das die zirpende Grille der Automatisierer oder? Ja, ich glaube ja. Ey, Mr. Polizist. Geht ab. Nennt mich Evil Knievel. Aber ist Rapping? Ich bin auf dem Weg. Der ist auf Shopping Queen, ey. Ja. Jetzt gerade sehen müssen, wie ich davor stand. Was ist denn jetzt Walter White oder wer ist jetzt aber angeschrieben? Warum siehst du aus wie Evel Knievel? Weil ich Evel Knievel bin. Wir haben hinten zwei ganz hässliche Galgenvögel. Bullenschweine. Ach du Scheiße. Ey, ist schon gut, dass sie hinten sitzen, hinterm Gitter. Ja, fick dich. Fick dich. Achso, ich stream ja schon wieder, ne? Ja. Ihr seht wirklich sehr, sehr gut aus. Boah, Alter! I'm sexy and I know it. Dito! Ey, mit den 15 Stunden in der Ego-Perspektive, ne? Ja. Nach dreimal Spielen haben wir es ja gemacht bei den Fahrzeiten, die wir im Moment haben. Ja, das stimmt. Du hast uns halt dazu überredet, dass wir den mit längsten Heist von allen machen. Ich hatte mal nachgelesen, da hieß es, das ist der längste Heist von den Vorbereitungszeit von allen. Muss es ja auch sein, ne? Oh, macht die Sirene aus. Bitte. Danke. Ey, Ich wollte Leute. nur, dass er ihm geht. Leute, ich bin Stuntman, ne? Was machen Stuntman? Aussteigen. Aufs fahrenden Auto springen. Nein. Er ist weg. Boah, die Musik ging genau im richtigen Moment los. Hast du das mitgekriegt? Nein. Verdammt, die Radiomusik ging genau in dem Moment, wo du losgesprungen bist. Das war so geil. Ey, du steigst aus dem Auto. Von Helm auf.
könnt mich auch alle Hot Rod nennen. Kennt einer von euch den Film Hot Rod? Nein. Wir kennen nicht alle Qualitätsfilme. Hot Rod ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Hot Rod ist so scheiße, dass er wieder cool ist, ey. So Hot Shots kenne ich aber. Hot Rod. Das ist aber auch die Mutter aller Filme, ne? Also zu Recht. Ja. Ihr Wichser! Er hat einen Groll gegen alle Leute, die ein schöneres Auto haben als er. Uiuiuiui. Hot Rod geht um Stuntman, der voll der Loser ist und der von seinem Schwiegervater die ganze Zeit gedemütigt wird. Der Schwiegervater wird herzkrank und er muss einen riesen Stunt machen, damit er seinen Schwiegervater retten kann, damit er ihm wieder in den Arsch treten kann. Das ist der Film. Das klingt nach einem Film mit Will Ferrell. Hier Andy Samberg von Brooklyn 99. Habe ich nie gesehen. Weil Andy Samberg noch mitgespielt, das kennt man ja noch her. Das ist nicht schlimm, ich muss ja nicht wissen, wie der aussieht. Und Ian Holm? Ian Holm? Nein. Warte mal, Ian Holm? Oder jetzt verwechsel ich die mal. Warte. Gandalf? Black Beard aus dem schlechten Fluch der Karibik teilen. Boah, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Der hat ja auch bei American Gods mitgespielt. Oder den Typen, genau, dem das Casino gehört, das Interkontinental gehört. Aber wie heißt er nochmal? Ian McShane. Ian McShane. Ian Holm war aber Bilbo, oder nicht? Ian Holm. Ja, genau. Gandalf war doch. Wir wollten nur Gandalf machen. Ja. Ich hab nicht getroffen. Danger Zone! Egal, ich fahr einen Polizeiwagen, ihr Penner. Alexa? Spiel Welcome to the Danger Zone. Das hat letztes Mal schon so schlecht geklappt. Das Problem ist, ich höre nie, was sie sagt. Gleich, Headshot. Ah. Alexa, lauter. Sie hat's hingekriegt. Da kannst du ja jetzt auch eigentlich, weil wir ja wieder in der Stadt sind, Voice Back in Town spielen. Ne? Stimmt. Ich war von Produkten mörtlich gebeugt, Arbeit. Es gibt ein Heist, da kommt das am Ende, das Lied, ne? Echt? Da fliegst du auch mit Flugzeugen, ja. Warum machen wir den nicht? Ist das. Müssen wir den vermoppen oder was müssen wir machen? Stiehle von den Leuten die Karte. Klatsch. Ich wollte die nur verkloppen. Habt ihr geboomt? Ihr Schweine? Ich hab eine Waffe für Rapping. Eine doppelläufige pinke Schrotflinte. Eine Homo-Flinte? Eine Frau darf sowas tragen. Eine Rosettenflinte. Eine Rosettenflinte? Nein. Wie war das? Eine alte Flinte streut gut, ne? Aber das ist so ätzend, dass man bei dem Spiel immer an Kanten hängen bleibt. Wo ist das Auto? Weg. Moment. Where's the van? Where's the fucking van? To the danger zone. Nehmen wir die Rotzkarre, die da steht. Ja, die, wo jetzt die Reifen platt sind. Super.
Ist egal, ich bin Sandmann, ich kann alles fahren. Ey, jetzt steig ein! Ach, er hat sein cooles Auto geholt. Warte. Dann, wenn er schon sein cooles Auto holt. Aua. Ich weiß, wenn du dich direkt davor stellst. Alter! Nein! Ey, jetzt wegen dir habe ich Panzerung verloren. Glück. Tu das nicht. Wir sind mitten in der Mission, das weißt du, ne? Ach ja. Hallo! Alter! Jungs, ey! Mein Auto! Hier explodiert einfach mal alles. Das sieht nach einem guten Auto aus. Guck mal, was hinten anklebt. Ich kann nicht einsteigen wegen dem Pfosten. So, jetzt? Ja, danke. War schon gemein, dass du Philipp Pfosten nennst, ey. Ja, danke. Voll der Fehler. Da klebt da irgendwas, ich weiß nicht, was das ist. Der Lehrer fährt nicht. Oh, platten Reifen. Ja. Das ist ein Feuerwehrauto. Wenn er das Auto nicht mehr haben will, brauche ich nur eine Taste drücken. Das wird jetzt knaller durchgezogen hier. Ja. Scheiße. Na, lass das. Lass das Zeug drin. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, womit man diese Haftbomben zündet. Mit irgendeinem Steuerkreuztaste. Ja, du hast recht. Fahr mal an einem Auto vorbei. Gib mir die größte Mühe. Aber nicht zu dicht links, sonst geht meine Haftbombe hoch. Ach du Kacke, Alter. Du hast eine Haftbombe an den Wagen gesetzt. Ja sicher, habe ich ja schon 10-mal gesagt. Deswegen habe ich gesagt, wenn du das Auto nicht mehr haben willst, es gibt eine ganz einfache Lösung. Ich brauche nur eine Taste drücken. Und wenn Thomas einmal eine falsche Bewegung macht, schieße ich ihn in den Kopf. Hat einer von euch den Story-Modus von dem neuen Call of Duty gespielt? Also nicht Black Ops Modern Warfare, sondern Modern Warfare. Was für ein Satzbau. Das fand ich so krass. Da ist ein Typ, der hat so eine Sprengweste um, ein Zivilist. Und da sind ganz viele andere Zivilisten. Und du willst den dann leer losmachen, aber das ist irgendwie, du hast nur noch 10 Sekunden und der hat so ein Stahlgerüst um den Brustkorb. Und dann kommt Captain Price und schmeißt dann einfach die Brüstung runter, damit die anderen Leute dann quasi gerettet sind. Scheiße. Das fand ich so krass. Okay, jemand ist ausgestiegen? Ach, ernsthaft jetzt? Das Auto war kaputt. Ja. Jetzt muss ich gucken. Jetzt haben wir die Polente hinter uns her. Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Oh, verkackt. Ich glaube, wir haben es verkackt. Wir haben doch keinen getötet. Doch, ich. Ah. Oh, bleib stehen! Oh, okay. Fahr! Nee, lass den Evil Knievel einsteigen. Lass den Stuntman noch mitnehmen.
Los! Fahr dir, Mutti! Okay, wir haben den doch geschafft. Ja. Warum habe ich die Bullen noch? Weil wir danach noch geschossen haben. Oh, scheiße. Ich komme hier nicht raus. Alter, wie hast du denn das hingekriegt, ey? Weiß ich nicht. Warte. Warte. Alter Schwede. Ich krieg keinen Schaden und ihr? Bis jetzt? Nee, ja doch. Aber jemand hatte auch vorher mit einer Autosprengung meine schusssichere Weste kaputt gemacht. Ach so. Hättest du mir sagen müssen, dass deine Weste da gezogen ist. Oh, der Heli kommt runter. Ich glaube, ich habe den Fahrer, den Piloten erwischt. Nee, es war der Schütze. Jetzt sind es 4 Sterne, geil. Weißt du noch, wo dein Tunnel war? War das hier in der Nähe? Ein weiter. Scheiße. Alter, verpisst euch. Boah, was ist hier los? Ich komme nicht durch. Granaten geworfen. Boah. Alter Schwede, ey. Da war er. Fahr. Ich krieg Punkte für friedlich sein. Das finde ich gut. Was ist das? Das ist super cool. Auto. War das wieder eine Granate? Oh, och, nö. So, wer hat unseren Wagen gesprengt, ey? Thomas. Alter, ey. Ich hab noch eine Granate überleben, weil alle anderen Granaten habe ich irgendwo hingeworfen. Aber ihr seid halt ein böse auf die Leute, oder? Wo seid ihr eigentlich? Warum bin ich hier alleine? Ich glaube, wir sollten Das Feuer breitet sich über diese Holzpaneelen aus. Ja, das ist nicht gut. Ach, bin nur ich gestorben? Ja. Ach so. Ach so, jo. Ja, viel Spaß noch, ne? Ich hab's fertig. Ich noch nicht ganz, es blinkt noch ein bisschen. Ich komme hier nur nicht durch, also. Muss ich hier mal ein bisschen Labyrinth spielen. Ah, jetzt ist weg. Ja, bei mir ist immer noch, aber bei mir blinken die auch gar nicht, die Sterne. Ja, dann warte. Ja, hier war noch ein Bulle unten. Jetzt habe ich wieder 3 Sterne. Jetzt blinken sie. Ist weg. Juhu. Mit Hut. Ups. Boah, blinken die langsam. Das Spiel verleiht aber auch einfach dazu, Scheiße zu bauen, ne? Ja, aber in einem positiven Sinne, finde ich. Was ist denn daran positiv, Scheiße zu bauen?
Man hat das Gefühl, es belohnt einen dafür. Ah. Ach so. Ein ja, Martin Freude ruft und mich. Spaß. Ich will nicht mit Martin reden. Ist doch ein ganz netter. Jetzt habe ich schon wieder Sterne? Och, ey. Ich krieg das auch. Nee, hier war das nicht. Die blinken auch. Jetzt fangen sie wieder an zu blinken. Eine Schnellreise gab's im Spiel nicht, ne? Nein. Wäre manchmal sinnig. Ich kann es auch nicht sein lassen. Weißt du, was ich mir auch richtig cool vorstellen würde? Hm? Was denn? Divinity zu viert. Jeder spielt einen Charakter. Divinity? Was meinst du? Divinity? Hä? Ach, das meinst du? Entschuldigung, bin ich drauf gekommen, ja? Welches Spiel du meinst. Ja, das wäre cool. Ich hoffe, du hast die Sterne nicht mehr, weil jetzt kommt gerade eine Bullerei. Nee, ich habe noch zwei Sterne, die blinken. Ich habe auch noch. Jetzt habe ich die... Ne, die sind immer noch da. Ach, du bist das. Ich laufe die ganze Zeit weg, weil die Bulle rein... Toll, und jetzt steige ich bei dir ein und schon habe ich wieder drei Sterne, ey. Bleib drin. Na, aber ich habe drei Sterne wieder. Na gut. Ja, ich auch. Ach so. Ne, Divinity stelle ich mir richtig geil vor. Oh, das hat ja leider kein Crossplay. Ich habe es nur für die Xbox. Und nochmal wollte ich es mir nicht kaufen. Auch drei, Alter, warum habe ich jetzt schon wieder drei Sterne? Weil du bei einem Straftäter im Auto sitzt. Aber wenn sie jetzt verschwinden, müssten sie auch wegbleiben, meine ich. Ja. Links, oder? Achso, okay. Da geht's auch lang, ja. Ich finde das halt einfach so cool, einen Untoten zu spielen bei Divinity. Das ist, Ja, hat alles eigentlich so eine Vor- und Nachteile, ne? Das ist ja das Coole an dem Spiel. Ja, auch, dass du Sachen so geil kombinieren kannst miteinander, auch bei den Zaubern. Also, ich bin ganz ehrlich, das ist ein Spiel, wo ich niemals einen Nahkämpfer spielen würde, weil es einfach irgendwie zu witzlos ist, auch wenn die eine Menge können. Warte mal, ich markiere mal den Laden wieder. TomTom ist doch schon fast da. Also ich gehe mal ein bisschen einkaufen, meine Munition wieder aufladen und sowas alles. Ja, Granaten bräuchte ich auch, aber... Das Schlimme ist, ich glaube, wir müssen noch zwei Sachen pflichtmäßig machen. Egal, was wir machen, das macht Spaß. Ja, das sowieso. Motorrad! Sehr gut. Hoppala. Oh, das war ein Dicker. Aber weißt du, was ich ehrlich gesagt von einem GTA 6 erwarte, TomTom? Nein, du wirst es mir bestimmt jetzt sagen. Ja, nur wenn du es hören willst. Oder nein, hoffe. Ich hätte gern die Grafik wie bei Resident Evil 3. Dem alten oder dem Remake? Dem Remake. Das sieht so gut aus. Du, ich muss aber jetzt zugeben, ich habe jetzt mal bei Mike habe ich hier, wie heißt das, das ist das Horrorspiel für die Xbox, jetzt komme ich gar nicht drauf. Medium? Ja, auf der Series X gesehen, dann sieht es aber schon besser aus, also das ist schon, da siehst du schon einen Unterschied zwischen beiden Konsolen, zwischen das... der kleinen und der großen. Ich sag mal so, dass man einen Unterschied sieht, erwarte ich ja ehrlich gesagt auch. Nur, dass der halt nicht unbedingt immer so gewichtig ist, ne? Ja, mir geht's ja nur darum, dass dann die Xbox-Spiele sich halt, dass ich dann auch spielen kann halt. Ja, und ich sag ja, also Sea of Thieves ist zum einen ein sehr geiles Spiel, ich habe auch wieder Spaß dran gefunden und in
60 Bildern pro Sekunde und das hast du ja auch auf deiner auch, das ist halt unbezahlbar. Ja. Wenn du das jetzt auch, ich habe Fallout nochmal getestet, Fallout 4, weil das ja jetzt auch mit diesem abwärtskompatiblen FPS-Boost hat das ja jetzt auch 60 Bilder pro Sekunde. Das läuft so geil. Skyrim mit 60 Bildern pro Sekunde, ich würde es nie wieder auf der PlayStation spielen wollen. Muss ich eigentlich irgendwo einstellen, die 60 Bilder pro Sekunde oder den FPS-Boost, wo stelle ich den ein? Das kommt auf die Spiele an. Also es gibt Spiele, da musst du es einstellen. Fallout 4 zum Beispiel. Bei Skyrim musst du es nicht. Man muss es immer bei den Spielen aktivieren, wo Nachteile durch entstehen. Aus dem Grund ist es bei Fallout 4 zum Beispiel so, dass dann nur 1080p die Bilder ausgegeben werden. Ja. Aber ich sag mal so, wenn du 5 Minuten spielst, ist das auf dem 4K-Fernseher eh egal. Und wenn du nicht auf dem 4K-Fernseher spielst, ist es noch egaler. Also es kommt leider aufs Spiel an. Da musst du dann, wenn das Spiel an ist, die Xbox-Taste drücken. Dann siehst du ja rechts, ob das da steht. Da steht ja ein Auto-HDR oder FPS-Boost. Und wenn das Spiel das unterstützt, dann und nicht an ist, dann kannst du dann nochmal Menü drücken, wo es dann angeht. Jetzt haben wir wieder die Bullen. Du schaffst es auch immer wieder, ne? Nee, das war ich. Ich hab dem Vordermann einfach einen Headshot gegeben. Ja, weil er nicht Platz gemacht hat. Ach, Mann, ey. Wir sind halt unverbesserlich. Hm. Aber wie geil. Er zappelt da vorher noch rum mit dem Kopf. Und hat sich nur noch Platsch. Das hat sich halt so angeboten, Entschuldigung. Wir müssen den TomTom mehr einbinden, sonst schläft er ein. Nee, ich bin nicht. Ich guck mir so gerade mal an, was es mir so für neue Klamotten gibt. Ich weiß, ach so. Klamotten gucken. Mach mal ruhig. Ich habe einen Stern, ne? Aber immer noch keinen Bullen jetzt gesehen. Der mir entgegengekommen ist, der hinter mir war. Nichts auf der Karte, gar nichts. Was meint ihr, wird die Karte noch größer im nächsten Teil? Finde ich schon irgendwie geil. Ah, ich hätte die schon halten sollen. Ich wollte gerade sagen, da vorne sind sie. Was machst du denn hier, Kollege? Alter, wer hat denn den jetzt erschossen? Der hat uns bedroht. Der wollte uns an die Bullen verraten. Schön Offroad. Er guckt dir mal den Wagen von außen an. Voll die alle mit Waffen hier. Reifen kaputt. Moon für meinen. Den muss ich auch mal wieder auflegen. War hier nicht ein Laden in der Nähe? Hast du das übrigens schon mal versucht, Rapping? Du nimm eine Waffe in die Hand? Ja. Und dann geh in die Ego-Perspektive? Und nicht das Sniper, nimm mal eine andere Waffe. Was ist das Maschinengewehr? Gut. Dann zielst du und dann drückst du Viereck. Während du läufst. Ich glaube, mir wird schlecht. Willkommen beim Kotz-Simulator. Boah, Alter. Ach du Scheiße. Ich finde das voll geil. Das war mal gar nichts mehr. Ja, aber das ist diese Art von Realismus, ne? Das ist halt Rockstar. Ja, das stimmt. Also da kommt auch nichts an GTA und Red Dead ran. Aber wer will denn schlecht? Aber bei Red Dead kannst du dem Kadaver beim Verwesen zusehen, das ist doch geil. Ich glaube, wir haben andere Vorstellungen von einem guten Spiel. Jetzt nein, muss ich wieder. Ist halt schon. Jetzt musste ich nur, wie du das gesagt hast, an Marlon denken. So dieses so, was muss ich jetzt machen? Du musst zuhören. Kann ich nicht was töten? Das ist ein Storyspiel.
Ich habe Angst, dass mein Polizeiauto jetzt verschwindet. Egal, dann hole ich mir wieder Sterne. Dann hole ich wieder Sterne. Na toll. Wir spielen nie weiter. Wofür gibt's Lester? Lester nicht. Ey, die habe ich doch gar nicht. Naja, doch, aber nicht dafür. Seid ihr schon wieder zurück? Ja, wir sind, ja, zurück. Wir sind jetzt im Laden. Warte, ich wollte noch eben kurz meine Granaten wieder auffüllen. Mein Gott, manche Outfits sehen aber auch mal dezent kacke aus. Ich muss jetzt echt 25 neue Granaten kaufen. Selber schuld. Den Heist schaffen wollte, aber nicht mehr. Ne? Ich glaube, es wird dann, nee, zu spät. Wir können ja versuchen, dass wir aber noch so weit kommen, wie es geht. Ich wollte sagen, ich will, dass wir beim nächsten Mal halt den Heist starten können. Und das wäre geil. Das wär, ne, so, dass wir jetzt noch irgendwie ein, zwei Missionen machen, so kleinere, und dann. Ich weiß ja auch nicht, ob es dann direkt losgeht oder ob dann noch andere Sachen kommen. Frag Philipp, der den Heist schon gemacht. Geht direkt los. Also wenn du alle. Ich sag jetzt mal, wenn du halt den heißen startest, dann musst du direkt ausrauben. Achso, dann kann man auch nicht sagen, ich spiele jetzt nicht, oder muss man den noch separat starten? Was? Was? Wie meinst du das jetzt? Geht der sofort los, oder muss man danach automatisch erst, also, nein, nicht automatisch, muss man den danach einmal starten? Du musst den halt starten. Ja, du musst halt erst zum Brett laufen. Ah, okay. Ich dachte nicht, dass der jetzt automatisch losgeht, das wäre echt doof. Nee. Und wir bis heute nachts um 4 Uhr sitzen, das zocken. Ich kann morgen ausschlafen, ich habe da jetzt nicht so das Problem mit. Warum kannst du morgen ausschlafen? Weil morgen Jenny aufpasst auf die Kauze. Also ich könnte mal ein bisschen ausschlafen, aber lange klappt das nicht. Ja, letzte Woche hat mich meine ausschlafen lassen, das war geil. Ich rufe sie dann erstmal bis 8. Wie süß, das ist Ausschlafen bei dir. Ja. Nur um den Running Gag zu behalten. Nut? Da gab es letzte Woche auch keinen guten Morgensex. Ich habe 2 Kinder, es gibt nie wieder guten Morgensex, es sei denn, die Kinder sind ausgezogen. Und haben selber guten Morgensex. Ja. Dann hängt aber auch alles, wenn die Kinder ausziehen. Ja, wie war das noch? Das Leben beginnt, wenn die Kinder ausgezogen und der Raucherdackel tot sind. Philipp, wie ist das bei dir so? Was? Ich glaube, er hat schon Sex. Das Leben fickt ihn jeden Tag. Was ist das? Bugstars Ausrüstung und Tresorraumbohrer. Ich habe ich auch eine Kerze an. Damit schon romantisch ist, wenn ich gefickt werde. Ja, schön. Ja. Mache ich am Dienstag einfach auch. 5 gegen Willi. Nee, Prüfung. Abschluss.
Und danach? Bleibst du da, oder? Das ist ja jetzt erstmal für zweite Layer und dann will ich das dritte Layer noch. Achso. So, welches Auto nehmen wir jetzt? Ich komm mit meinen Gepanzerten. Ich würde lieber den nehmen, aber als. Ja. Wo ist denn dein Gepanzerter? So. Was war das denn jetzt? Er wollte jetzt doch bei TomTom mitspielen. Nicht, lass jetzt, die Tür geht sonst ab. Die Tür ist schon wieder ab. Ey, ich hasse dich, ey. Ich hab das. TomTom, bleibst du stehen? Hallo? Ich hab den Wagen gerade erst repariert, verdammte Kacke. Ich weiß nicht, warum die Tür immer abgeht. Ich konnte da jetzt nichts dafür. Du hast ein Montagsmodell auf jeden Fall. Ich sehe nichts. Weil er das Licht aus hat, ist das ein Panzerwagen. Alter, guck mal, Vin Diesel sitzt am Steuer, wie krass. Ja. ey, Dom, für die Familie. Das hast du aber zu betont gesagt. Du musst das so sagen. Für die Familie. Nein, Moment. Ich bin ja gerade das Weibchen hier. Er muss das so mit der Stimme sagen. Sonst kann ich das so sagen. Bück dich, Dom! Wie war das doch bei Deadpool? Dann ziehst du den Strap an und dann machen wir ein Baby. Ich glaube nicht, dass das so geht, aber wir können das gerne versuchen. Ich bin mal gespannt, was dann im nächsten Fast and the Furious Teil kommt. Da kommt dann Doms Schwester. Auf jeden Fall wird der alte Bösewicht zu einem Teamkollegen. Das auf jeden Fall. Das ist ja wie bei... Oder der Bruder von dem. Das kann natürlich auch sein. Das würde krass sein, wenn der Bruder von dem jetzigen Gegner Teammitglied wird. Dann wird Dom erneut Teammitglied. Er ist der Neuling und der Altvater. Wer war denn der letzte Bösewicht? Ich weiß es gar nicht. Der neue Bösewicht in einem neuen Film ist sein Bruder. Gespielt von, wie heißt der? Michael Cera oder so? Der komische Navy Seal Wrestler. Cena, genau. Der ist mega lustig, ey. Es gibt ein lustiges Jimmy Fallon Video mit dem. Ich hab mich mega tot gelacht, ey. Gibt's nicht ein Jimmy Fallon Video, was nicht lustig ist? Ja, kennst du das? Kennst du diese Mad Lib Theater Dinger? Nee. Wo die immer irgendwelche Wörter sagen müssen, dann eine Szene spielen müssen mit den Wörtern? Nee. Das gibt's mit Benedict Cumberbatch, das ist schon sehr witzig, aber mit Michael Keener ist noch lustiger. Ja. Ich habe immer nur so gerne hier Conan O'Brien geguckt, Clueless Gamer. Da sind auch immer ganz viele Promis dann immer gewesen. Ja. Boah, ich würde voll viel gucken, wenn wir so Talkshows in dem Format hätten. Also so, ne? So wie halt Jimmy Fallon oder Kimmel oder so. Ja, wenn wir überhaupt mal auch solche Promis hätten, die da zu Gast sind. Wir haben ja nicht mal richtige Promis, das ist ja das größere Problem. Ja, manchmal ging es bei Joko und Klaas, manchmal waren da schon. Ich mag die beiden einfach nicht, deswegen gucke ich das nicht. Na gut, ich gucke sowieso keinen Fernsehen, aber ich weiß nicht, manchmal treffen die voll meinen Zahn und manchmal so voll daneben. Ja. Also ich mag den Klaas, ich glaube den Joko kann ich nicht leiden. Okay, dann kannst du mich mit Sarah zusammen. Ich musste sehr lachen, als sie mit dir Grobetäubung Paintball gespielt haben, in Tschechien oder wo das so war. War sehr lustig. Wo die sich Betäubungsfall in den Arsch geschossen haben. Die sind auch einfach richtig behindert. Ja, ich sag mal so, sie überhaupt noch mögen. Die sind eigentlich die einzige Bereicherung, die gefühlt das deutsche Fernsehen hatten, seitdem Thomas Gottschalk nichts mehr macht. Persönliche Meinung, wohlgemerkt. Ja, komm, ey. Ist auch halt, man mag ihn nicht, aber Stefan Raab hat halt auch viel fürs Fernsehen gemacht. So, ne? Ja, aber ich fand, der war halt nicht mehr so gut, seitdem er dann einmal pro Tag kam und nicht mehr wöchentlich. Ja, genau, dasselbe wie Harald Schmidt. Ich fand Harald Schmidt super, aber seitdem als der dann jeden Tag lief und nicht mehr einmal die Woche, war es halt nicht mehr so gut.
Und ja, Stefan Raab ist dafür verantwortlich, dass wir zwei TV-Sachen haben, die mal ins Ausland verkauft wurden, neben Wetten, dass. Ich glaube, ansonsten haben wir nur ausländische Formate gekauft und kopiert. Ich glaube, das, was Raab gemacht hat, sind die einzigen, die wir exportiert haben. Was war das denn? Das mit dem Turmspringen und Schlag den Raab. Das sind deutsche Erfindungen gewesen, die dann tatsächlich ins Ausland verkauft wurden. Also die dann auch im Ausland liefen mit anderen Leuten, aber wir haben es erfunden. Alle anderen Sendungen, die bei uns laufen, sind alles Kopien aus dem Ausland. Ja, gerade Joko und Klaas, die Sachen findest du immer wieder im amerikanischen Fernsehen. So, die müssen wir töten alle, ne? Jetzt ja. Und ich wollte eher Badger sein von Breaking Bad. Ich fahr mal den nicht aus dem Weg. Weiß jemand, mit welcher Taste man nachlädt? Kreis. Oh Gott, Philipp. Warum fährst du diesen Wagen? Warum fährst du über mich drüber, du Arsch? Ich hab doch nichts gesehen, ihn! Scheiße, mir kommt die an! Fahr doch mal los! Boah, der fährt sich ja ganz anders als meiner. Ja, der war voll aufgetuned. Glaube ich. Dann kann ich ja schon mal üben. Wow, so viel zum Thema Üben. Jetzt habe ich auf das andere Fahrzeug geguckt. Guck mal, wir sind gegen die Wand geflogen, alle meine Türen sind noch dran. Es muss irgendwas sein. Du, meine Türen überleben nur keine anderen Mitspielern. Aus dem Weg. Ah, gute Musik. Warum haben wir dieses WLAN-Symbol da? Ich habe keine Ahnung. Oh, du hast es auch, ne? Das ist WLAN im Auto. Eigentlich wollte ich hinter denen bleiben, um Geleitschutz zu geben, aber irgendwie kommt keiner. Nee, stimmt. Dann bin ich gerade überrascht, wie schnell dieser Transporter fährt. Ich auch. Es geht aber bergab. Aber es ist nur, weil es bergab geht. Ach so. Bergauf ist eine andere Sache. Scheiße. Wahnsinn. Ich habe uns schon im Plus gesehen. Whee. Ja, ich mich auch. Eher sich nicht, aber da ist er jetzt. Das rafft mich jedes Mal ab bei dem Spiel, dass wenn ich Auto fahre, den Mittelfinger auf R2 legen muss, damit der Zeigefinger auf R1 ist für die Handbremse. Ich bin da konsequent, ich muss die Handbremse nicht. Dito. Was machst du stattdessen? Rückwärtsgang? Ja. Achso, das kann ich auch mal ausprobieren. Oder Unfall. Hat denselben Effekt. Oder Unfall. Halte ich auch an. Oder über den Hügel fliegen, ne? Wie gerade. Würdest man ja nicht top. Sieht so trotzdem cool aus. Guck mal, das war nochmal eine Kurve. Lustig, ich hab auf Kreis, ich hab Kreis gedrückt, dass wir diese Fahrkamera haben halt, ne? Mhm. Und gerade hat man uns von vorne gesehen, wir waren beide zur Musik am Kopf nicken. Voll geil. Du sollst fahren und nicht ballern. Ja, die sind schneller als ich. Dann musst du nach hinten ballern, um schneller zu werden. Wenn du nach vorne ballerst, wirst du langsamer. Oh, ich hab da hingeguckt. Du fährst das Auto, was heile ankommen muss, also. Es darf nur nicht. Aber schön, wie dein Charakter einfach mal in den Himmel guckt. Ich guck mir den von der Seite an und der guckt einfach in den Himmel.
Ja, so fährt man auch schon sein. Okay, die Kurve war seltsam. Ja. Jetzt müsst ihr aufs Lenkrad gucken. Nee, jetzt guckt er nach vorne. Jetzt hängt er auf dem Lenkrad. Geil, ey. Philipp, hast du eigentlich auch den Xbox Game Pass? Ja. Ja, klar, ne? Ja. Warum? dann kannst du ja auch mit Sea of Thieves spielen. Dein Papa spielt das mittlerweile auch mit. Ich? Ja. Ja, dann muss ich gleich mal runterladen. Die haben übrigens jetzt vor, die PlayStation mehr wieder in den Verkauf zu bringen und machen dafür was ich ganz doof finde. Mhm. Die wollen das Design und die Technik in dem Ding ändern, damit es weniger Komponenten braucht. Gut, dass ich meine schon hab. Ja, das habe ich mir in dem Sinne für dich auch gedacht, weil ich denke mir, das ist so nichts Böseres gibt es halt bei einer Konsole, die man seit 5 Jahren dran werkelt und baut, mal eben kurz die Technik zu ändern. Das klingt nicht wie die schlauste Idee. Hey, wird der dann nur noch mehr Fehler haben, oder nicht? Ich befürchte auch, dass das nichts Gutes wird. Daran merkst du, dass sie einfach nicht an den Komponenten rankommen. Ja. Oh, das war knapp. Mein Leben. Tom, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich weiß nicht, ob das geht, wenn wir in der Crew sind. Man kann doch, glaube ich, Taschendiebe auf andere Spieler hetzen. Weißt du, wie das geht? Ja. Warte. Ich ruf das mal. Weil ich muss einen Taschendieb, der mich ausraubt, töten. Warte. Scheiße, wo war denn das? Oder musstest du Lester dafür anrufen? Lester glaube ich nicht. Ich weiß es nämlich leider auch nicht mehr. Warte mal doch, ich weiß es wieder. Nee, Lester ist Kopfgeld aussetzen. Kann ich nicht Lamar anrufen, aber da wir in einer Crew sind, kann ich es gerade nicht. Ah, okay. Dann müssen wir das mal ausprobieren demnächst. Ich wollte das nämlich mal machen und der Embacher, der hatte nicht hoch genug ein Level, um das zu machen. Der konnte den nicht kaufen. Das heißt, der hat den Erfolg gekriegt, der Pisser, und ich nicht. Das war ein Spaß mit Pisser, Markus. Bro. Nein, war's nicht. Nein. Geil. Was denn? Tätowiert. Was hast du gefunden? Ich habe neues Tattoo gefunden, was ich haben wollte. Gibt's mittlerweile die amerikanische Fahne? Ich will, dass meine amerikanische Fahne auf dem rechten Arm trägt. Gibt's immer noch nicht. Nein, aber ich habe jetzt das He-Man-Ding, was ich in der geheilt habe. Hab ich jetzt. Auf der Brust? Nee, habe ich auf dem Arm habe ich jetzt. Wo geil. So, ich mach das nächste Ding bekannt. Sag bereit, wenn. Wieso ist der Bus nicht abgehakt? Müssen wir noch was machen? Ich seh's auch gerade. Hast du den Wagen in die Garage gefahren? Ja, ne? Ja. Ja, wurde auch eigentlich mal nicht eingeblendet, ne? Das. Warum laufe ich eigentlich außenrum? Ich hätte auch einfach durch die Garage rausgehen können. Warum läufst du denn jetzt raus? Hast du ein Brustoutfit schon gemacht?
Nee, ich glaube nicht. Aber stand auch gerade, dass es der erste Teil davon ist, ne? Ah ja, weil. Ach so. Stimmt. Ja, dann komme ich wieder rein. Dass du wirklich erst die Outfits holen musst und dann erst den Wagen. Nee, das konnte ich ja auswählen. Also das sagte Repping ja auch gerade, der stand Teil 1. Das stimmt. Wenn du den Wagen erst holen müsstest, wenn du das andersrum machen müsstest, wird da ja nicht Teil 1 stehen. Warte, ich bin sofort an der Tafel. Spring doch mal beim Tisch, Mädel. Einbruchsbekleidung. Ah ne, jetzt steht da auch eine 2 dran, habe ich nicht gesehen. Achso, Ripping, dich wird das nicht betreffen an sich, aber Mass Effect wird am Start ein Day One Patch von 11 GB haben. Soll aber alles Fehler, Probleme und Bugfixes sein. Ich werde es nicht am Day One holen, also wie gesagt, ich habe mich ja jetzt für das andere entschieden. Ja, ich werde es mir auch erst am 20. holen können, vorher habe ich nicht das Geld dafür. Warum steigt der nicht einer noch? Ich hänge. Bitte warten, es wird bereits geöffnet. Wow. Wie weit müssen wir fahren? Das und wieder 10 Kilometer. Die Frage ist, wenn man in der Innenstadt wäre, wären das trotzdem dieselben Ziele? Ja. Ja. Okay. Wenn wir den gemacht haben, dann kann Repping sich ja einen von dem Geld das Ding kaufen und dann... Ich habe auch einen in der Stadt. Ich glaube, Thomas auch. Ich habe auch einen in der Stadt. Ja, aber der wollte seinen Speicherstand nicht weitermachen. Also haben wir meinen genommen, weil ich so einen Arcade hatte. Achso. Jetzt ist er ja dabei. Ups. Mein Gott, ist ja nicht schlimm. Ich wollte es ja von Anfang machen, damit ihr alles seht. Deswegen ja, ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig. War doch jetzt kein Vorwurf. Pack die Tampons wieder ein und sei ruhig. Ich hab aber schon mein Tortue angezogen und wollte gerade weinen. Ein Tortue? Tortuga. Tortuga. Tortuga, Tortue. Ich war schon wieder bei Piraten. Ja. And guns and drums and drums and guns. Hurro, hurro. And guns and drums and drums and guns. Hurro, hurro. Ich wollte gerade fragen, ob da wirklich Wasser drin ist, aber die Frage hat sich erübrigt. Was? Ja. Da muss man sagen, also Red Dead Online macht zwar eine Menge Spaß, aber das hat da ist halt ein realistischerer Spaß als das hier. Ja. Gemütlicher. Nebenbei, ich hab's runtergeladen. Das ist runtergeladen? Ich hab's nur auf Xbox. Ich hab keinen Platz auf der Platte, sonst würde ich's drauf machen. Lass uns erst 2-3 Heists machen, dann. Nein, alles gut. Wir müssen jetzt nicht jedes Mal das Spiel wechseln. Ich bin mit GTA und voll ins Screen. Ja, ich auch, sonst hätte ich schon einen Vorschlag gemacht, dass man Wildlands runterlädt oder sowas. Aber wir haben The Division und entweder das hier oder The Division. Ich muss gucken, dass ich meine 1 TB-Festplatte da an die PlayStation schließe. Ja, ich hatte jetzt auch tatsächlich überlegt, mir eine externe Festplatte für die PlayStation zu holen. Ja, ich hatte mir eigentlich eine geholt für meinen Laptop, aber 1 TB brauche ich nicht für meinen Laptop. Da habe ich mir eine zu krasse geholt, sage ich jetzt mal, aber ich habe noch so einen USB-Stick, der reicht für meinen Laptop. Ich glaube, da sind 20 GB nochmal extra drauf. Mhm. Das reicht ja. Und dann packe ich die Festplatte auf an die Playsy. Jetzt sagt doch sowieso kein Star Wars mehr, oder sagt er noch? Nö, momentan nicht. Deswegen, und Star Wars, ich glaube, das geht auch, wenn ich das auf den Stick packe. Dann reicht das. Braucht noch einen Moment, nicht, um irgendwas zu trinken. Spielt Dakota online oder Battlefront?
Nee, nee, hier. Genau. Na, dieses Doge Republic da. KOTOR Online, ja. Was ist aber dafür noch stehen, ey? Früher war das so geil, das Spiel. Es ist eigentlich immer noch geil, aber. Ach, da bin ich wieder. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie meine PlayStation nicht so laut wird. Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Ja, das ist immer ein sehr großes Problem. Ja, da muss ich auf niemanden achten, nichts. Einfach aufstehen, direkt zocken. Schule, bist du 1 bis 2 Stunden früher einfach gegangen. Aber jetzt geht das nicht mehr. Hey Philipp. Ja. Voll leise. Ja. Krieg erstmal Kinder, ey. Ja, ja, es wird noch schlimmer, ich weiß. Nein, dann erst ist es besser. Am Anfang hast du ganz viel Zeit. Ja. Da musst du dich entscheiden. Machst du das morgens, wenn die Kinder noch schlafen, oder abends, wenn die Kinder im Bett sind? Ja, oder du gehst schlafen, weil du so im Arsch bist. Also ich weiß noch, wie ich in der Anfangszeit mit der kurzen Naruto Shippuden komplett durchgeguckt habe. Innerhalb von einer Woche. Das sind über 240 Folgen. Kind auf dem Arm, um 3 Uhr morgens vom Fernseher rauf und runter gelaufen. Ja, weil Caprice nicht schlafen wollte. Ja, genau. So, der wollte, dass wir das leise und unauffällig machen. Aber ich habe... Boah, du hast eine Rohrzange? Das ist meine Waffe. Ich box dich aus dem Leben. Ich wollte das friedlich klären. Jetzt habe ich auch eine Rohrzange. Wer von euch kommt zu einer Schießerei ohne Schrotflinte? Und wer wird mir das Luft fahren? Ich steig mal bei dem Barroom Hero ein, der hat ein gepanzertes Auto, das brauche ich. Ich sitze hinten drauf. Oh Gott. Ja, Philipp. Müssen wir dir jetzt helfen? Ja, wir können ja ein bisschen Geleitschutz geben. Die Polizei rammt mich, jetzt habe ich wieder Sterne oder was? Also ich stehe hinten dran und habe keine Sterne. Ich habe 3 Sterne. Und du bist ja auch nur ein Müllmann. Ich auch. Du wurdest zufällig halt verwickelt. Na toll, jetzt sind die Reifen platt. Egal. Alter, und das sind die nächsten 2,3 Kilometer. Geil. Nach vorne sind auch welche. Dann auf mich als Fahrer. Ja, wir bremsen sie aus. Ist nur so nervig, dass jedes Mal die Kamera wieder nach vorne dreht, warte. Brauch eine andere Waffe. Ach echt, in dem Wagen kann ich keine Granaten rauswerfen? Mano. Alter. Was denn? Dieser LKW hat aktuell von 6 Reifen einen mit Gummierung. Das klingt, als sollte das nicht so sein. Aber wir haben dafür einen ganz schönen Konvoi, also ihr solltet relativ unbehelligt sein. Ja. Nicht, wenn der fette Motorradfahrer nicht vor meiner Frontschutzscheibe geht. Oh, jetzt ist es auch noch explodiert. Ach, der nächste Motorradfahrer. Boah, ich komm da nicht hoch! Ja, weil du keine Reifen mehr hast. Ja, was soll ich machen? Ich versuche auch gerade die ganze Zeit auf die Reifen zu schießen von den Polizisten. Alter. Aber irgendwie klappt das mit dem Winkel nicht, dass ich schießen kann gerade. Der Müllwagen qualmt. Echt jetzt? Das ist nicht gut. Ich konzentriere mich jetzt.
Egon, ich seh mich jetzt. Ich komm hier nicht hoch. Oh, Room Glitch, warte, warte. Schieb mal ein bisschen. Ich glaub extra, dass wir weiter hinten vielleicht die Bullen hier bei uns bleiben. Schieb, Lepping, schieb! Schieb! Oh. Ach, du Gott. Wenigstens hab ich einen Schraubenschlüssel, ist doch noch was Schönes geworden. Bisschen schräg fahren. Das sieht aus, ey. Alter! Nein! Nein! Kurz vor Wende, fast stehen geblieben. Du dummer Hubschrauber, ey. Ich kann nicht da hochschießen. Das muss für den Zivilisten jetzt aber echt doof gewesen sein, hier durchzufahren durch das Sperrfeuer. Ich habe tatsächlich Lebensenergie verloren. Krass. Nimm den Müllsack aus dem was? Jetzt muss ich ehrlich in die Nebeneingänge. Mach mal, wir haben nämlich hier ganz schön viel Polizei. Ja, ich... Oh. Es waren jetzt schon 1000 Schuss mit der Uzi. Wieder ein Fahrer erwischt. Das nächste Mal machen wir die Mission mit dem Fahrrad. Ist ja... Ist schon wieder grüner Tag? Halt die aber hier, ne? Ihr macht davon. Naja. Ich weiß noch nicht, ob die Tür aufmachen können, wenn wir einfach halten. Nee, es geht eher darum, einfach die Müllsäcke vor der Tür abzulegen. Ja, ich meine, ich halte die Bullen einfach hier wieder hinter. Dann kann ich uns jetzt halten. Ich gebe mal Mögliches, Mann. Das sind schon zwei Helis, obwohl wir nur bei 3 Sternen sind. Das ist schon übel. Müll platziert? Vielleicht muss da noch einer. Noch einer, den habe ich hier. Willst du nur so aufholen? Lepping? Hm? So auch die Cops? Ja. Scheinen aber hauptsächlich hinter uns her zu sein gerade, das ist ja schon mal gut. Wie sich immer wieder so zivile Fahrzeuge dazwischen schleichen. Das ist ein dumm von denen. Ja. So, schade, dass man... also, wir haben keine Bullerei. Dann fahrt ihr gemütlich nach Hause. Dann fahr ich jetzt hier weg, ne? Ja, gib Gas. Krass, dass der Wagen noch so gut aussieht, ne? Eigentlich ja, ne? Bleib das stehen, du Fotze. Hier sehen die mich nicht, Ja, das funktioniert nicht, der Hubschrauber ist direkt über uns. Nein! Ich habe einfach mal das Versteck wieder markiert, also unsere Heimatbasis, wo wir hin müssen. Ich weiß ja nicht, ob wir... Also, Alter, hast du hier abgeknallt? Ich weiß leider nicht, wo dieses Loch in der Autobahn war. Ich habe auch keine Ahnung. Na, ab zum... Wenn wir schnell genug sind, kommen wir aber weg. Ja, jetzt sehen sie uns zumindest schon mal nicht. Jetzt müssen wir nur schnell... Warte,
Driving home for Christmas. Das ist eine gute Idee. Das könnte klappen. Eieieiei. Kacke, hätte ja fast klappen können. Aber nur fast. Warum ist die Heckscheibe im Arsch? Weiß ich nicht. Euer Müllwagen hat eine Heckscheibe? Nee, den haben wir eingetauscht. Wie ist die Heile? Also ich bin na, guck mal. Du bist echt Bombe. Nicht Frontheck, ne? Du bist der krasseste Vin Diesel. Bist du auch frei, ja? Ja, ich bin auch frei. Oh. Was ist denn hier passiert? War hier was? War hier was? Nee, es gab wohl einen Amoklauf in der Stadt. Ey, guck mal, hier sind alle Scheiben kaputt, außer hinten liegt. Guck mal, hier ist ein Casino, rechts. Hier muss irgendwas passiert sein. Geil. Komm, wir haben ziemlich, ziemlich souverän gelöst jetzt im Endeffekt. Ja, ey. Haben wir echt gut gemacht. Muss ich die Abfahrt nehmen, wenn ich irgendwo hier... Habt ihr alles abgeschossen? Ja, und nee, weggelockt. Also irgendwo bei euch, ja. Sag mal, wie war das? Konnte man nicht Autodesigns auch an andere verschicken? Ich will auch das Carmen-Logo haben. Das ist unser Crew-Emblem. Kannst du, wenn du hast, du bist jetzt in unserer Crew noch drin. Ach so. Das ist unser Crew-Emblem. Wenn du das Crew-Emblem drauf machst, hast du auch das Carmen-Logo. Oh, geil. Ja. Ich habe schon gesehen, man kann es irgendwie auf Jacken machen, aber nur spezielle. Gehen wir da rein als Security. Ihr seht irgendwie verdächtig aus mit eurem Logo. Nein, nein. Da Hoffmann dir aber Mühe gegeben mit dem Kamen-Logo, muss man ja mehr lassen. Wenn er was macht, macht er was richtig. Das hoffe ich doch. Da ist es wieder. Das ist einfach hoffnungslos, ey. Ja. Ja. Du darfst ihn halt nicht so viel, Achtung, hofieren. Ich finde das nicht in Ordnung, dass du ihm den Hof machst. Das Lustige ist, er saß wohl den Tag auf dem Pott und hat dann in unseren Stream einfach mal reingeguckt, was wir so gezockt haben. Und ist dann wirklich genau auf dieser Stelle gespawnt. Also hat dann einfach mal so nach vorne gespawnt. Echt? Auf der Stelle. Ich ja, habe mich schon gewundert. Ich habe schon gedacht, er hat unseren ganzen Stream geguckt, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin doch immer der Einzige, der sich meinen eigenen Stream nochmal komplett anguckt. Ich stelle doch gerade fest, was für 10 Jahre altes Spiel, wie gut es immer noch aussieht, ey. Hab ich ganz vergessen. Und dabei sieht der Online-Modus ja nicht mal ganz so gut aus wie der Story-Modus. Ich weiß schon gar nicht, wie der Story-Modus aussieht. Der Story-Modus sieht für mich immer noch schlecht aus, weil ich den Story-Modus auf der 360 durchgespielt habe. Achso. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr angepackt. Den Story-Modus habe ich damals auf der 360 durchgespielt und wo es das Ganze nochmal für 20 gab. Also die auf der PS4 das Ganze nochmal für 20 Euro gab. Da habe ich es nochmal durchgezockt. Es muss eindeutig an deiner Tür liegen von deinem Auto. Ich tritt hier tausendmal gegen die offene Tür. Die geht nicht ab. Nein, du musst rückwärts fahren, wenn einer an der offenen Tür steht. Beim Rückwärtsfahren geht die immer ab, wenn du da mit einem quasi... Aber warte mal, wenn du fährst, kann ich doch die ganze Zeit auf dem Handy spielen. Finanzen und Dienstleistungen. Wo kann man das Kack-U-Boot kaufen? Das war jetzt gar nicht. Aber ich kann ja so nicht gucken. Clubhäuser. Boah, so ein Kack-Go-Kart kostet 1 Million. Das gibt's doch bestimmt bei Warstock. Tatsächlich, da ist das U-Boot. Oh, das kostet sogar nur 2,2 Millionen. Der Avengers...
noch nicht fertig. Sind wir schon angekommen oder warum steigst du aus? Ich finde, dass du aussteigst. Also ich bin gerade bei einfach mal so ein Clubhaus zu kaufen und der macht bestimmt irgendeine Scheiße. Scheiße, ich krieg die Hintertür nur nicht ab. Nein! Was macht ihr da? Das spielt man einmal auf dem Handy. Nix. Ich hab die Bullen gerufen. Ey, hör auf mein Auto kaputt zu. Super. Wie krieg ich das jetzt wieder? Indem du das Flip rausprügelst. Nein, wie ich krieg ich das wieder? Gemacht. Ich dann weiß nicht. Handy, dann lauf Kontakte und dann ist da irgendwo Morse. Morse Murtel oder so. Ja, da kannst du das wiederholen. Morse Mutual Insurance, how can we help you? I'll do my best. Ja, und jetzt muss ich da hinfahren, oder wie? Dann kannst du mit Mechaniker dir den noch holen. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. It's coming at you. Ah, super. Und ich bin immer die ganze Strecke dahin gelaufen. Ach so, ich muss jetzt erst eine Mission machen, dann kann ich erst das U-Boot kaufen. Ich mach mal eben das nächste, ne? Bevor wir jetzt hier ewig stehen. Yay, yeah, ich hab wieder Geld. Ich will diesen Avenger ja unbedingt haben, aber ich finde das doof, wenn man den nicht selber fliegen kann, dann will ich den nicht. Sondern noch eine Sache, den Tresor-Bohrmaschinen. Dann haben wir alles, was man machen muss, haben wir dann. Danach kann man noch optionale Sachen machen. Du sagtest, dass man irgendwie mit dem Bohrmaschine dann noch weitere Fächer öffnen kann, ne? Ja. Sollte man die vielleicht auch machen. Würde ich aber halt nur machen, wenn noch Zeit bleibt. Du hast ja, wenn du in dem Tresor dann bist, hast du eine gewisse Zeit wohl, wo du dann die Sachen ausholen kannst. Warum haben wir eigentlich immer Sheriff-Autos? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, der Film steht auf dem. Ich kann nichts dafür. Mhm. Ich habe nichts gemacht. Oh, hier das Rapping schläft. Rapping, schläfst du schon? Nee. Wieso? Du hast dich gerade so müde angehört. Mhm. Ich habe einfach nur mir einen Motorradclub gekauft. Ach so. Deswegen war ich kurzzeitig abgelenkt. Ich sitze ins Haus. Da Philipp ja hier alles in Explosion gesetzt hat. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur ein Auto kaputt gemacht. Du sitzt anfangen auf Anarchy, ey.
Nee. Das ist auch so eine Serie, die an mir vorbeigegangen ist, Sons of Anarchy. Ja, an mir auch. Also, das heißt, komplett nicht. Ich habe irgendwie die ersten zwei Staffeln gesehen, habe mir gerade geklaut mit der Suche von den Sopranos. Und dann habe ich mir nicht mehr angeguckt. Das war halt der Soprano ähnlich. Nur mit Motorradclub. Anstatt Mafia. Ich habe die erste Staffel gesehen und war so, ja, gut, okay, ist interessant. Die zweite Staffel angefangen und dachte nur so, nee, komm. Das tut nicht Not. Mittelfinger. Das ist auch echt schrecklich, man kommt auch an, nicht an neuen Filmen, an guten. So, ne, okay, Tenet, aber irgendwie. Ja, dann Mortal Kombat will ich noch sehen. Dann ja. Monster Hunter ist immer noch nirgendwo zu gucken. Wonder Woman und Justice League würde ich gerne sehen, aber ich will nicht für Sky bezahlen? Nee, gut, ich hab das Sky. Ich kann ja Internet auch mal gucken umsonst. Ah. Hab los. Weil ich gerade das noch da. Stephen King's S Teil 2 kommt ab dem, ich glaube, 13. oder so gratis bei Netflix, da warte ich noch drauf. Ach ja. Ich mochte den ersten, aber ich hab den zweiten noch nicht gesehen. Der erste ist doch auch drauf, oder nicht? Naja. Den habe ich schon gesehen. Ich mag auch beide. Oh, der erste. Ah, okay. Man findet halt Kinder als Buch bedrohlicher, ne? Im zweiten sind, also im ersten sind sie mehr noch Kinder halt, ne? Mhm. Im zweiten kommt ja mehr so der erwachsene Part. Was ist mit der Serie von The Stand? Ja. Also. Ich höre. Ist nicht unguckbar. Nicht unguckbar. Aber ich hab halt den Fehler gehabt, ich hab ungefähr zwei Wochen vorher das Buch gelesen. Und danach sind mir so viele Sachen aufgefallen, die mich genervt haben. Ja gut, das ist ja dann, das ist dann leider oft so. Das ist ja der Grund, warum ich damals gesagt habe, ne, so alle Harry Potter, und ich gesagt habe, ich werde die Bücher nicht lesen. Ja, warum nicht? Die sind so viel besser als die Filme. Genau deswegen. Mir machen die Filme nämlich Spaß, aber jeden, mit dem ich im Kino war, der die Bücher gelesen hat, das ist voll Kacke, das ist voll Kacke. Ich wollte die Filme einfach nur genießen. Und das habe ich. Ich kann das schon abstellen, halt so. Aber nicht, wenn ich es direkt im Vergleich habe. War bei S auch so. S habe ich auch wieder das Buch gelesen, kurz bevor der zweite Film rauskommt. Deswegen finde ich, glaube ich, auch den zweiten Film. Obwohl, bei S ist es ja auch so viel anders als im Buch. Es ist auch so, ich kenne zum Beispiel nur das Original, in Anführungszeichen, habe ich nur einmal gesehen. Das war damals mit Möhring, Teil 1 und Teil 2. Ich mag Tim Curry. Ich fand, der hat den super gespielt. Aber tatsächlich ist das, wirkt es im Vergleich zum ersten Film einfach nur wie eine TV-Produktion. Nicht schlecht, gut gemacht, aber ja, Stephen Kings Filme sind irgendwie nie so die Burner-Produktionen, ne? Ja, außer der erste S, ne? Also ist ja die Neuverfilmung. Ja, ja, aber so auch so die alten, so die anderen Sachen wie Longlears und sowas, das sind ja alles immer nur so, ja, es ist jetzt nicht unbedingt viel Budget reingeflossen. Die Verurteilten wahrscheinlich so das Beste, ne? In dem Sinne ja, und der hat aber nicht mal, der hat wahrscheinlich als teuersten dann für Steve Martin die Gage. Hieß doch Steve Martin, oder? Ich kann mir den Namen nicht merken. Nee, Steve Martin war jemand anders. Morgan Freeman. Ja, ich weiß nicht, ob Morgan Freeman da schon so bekannt war, deswegen wusste ich jetzt nicht, ob der da mehr Gage gekostet hat. Ihr auch? Habt ihr auch Morgan Freeman? Ja, Morgan Freeman, ja. Ich weiß, der war schlecht. Ah ja. Was ist denn noch ein guter King-Film, ey? Ich erinnere mich nicht mehr an die erste Assistent-Produktion.
habe ich nie zu Ende gesehen. Deswegen interessierte mich ja die neue, weil ich die Story nicht kenne. Oder beziehungsweise mich nicht mehr dran erinnere. Nein, es ist auch nicht die Scheiße. Ja, ist auch ganz cool hier, ne? Alexander Skarsgård, ganz cool als Randall Flagg. Naja, also man kann die gucken. Ja, ich mag aber die Änderungen nicht so. Er hat ja auch extra nochmal Sachen anders geschrieben und so. Ja gut, das ist ja öfters mal so, ne? Ich bin aber voll im Moment in David Nathan Lee Stephen King Bücher. Ich mag halt so gerne, dass der so viele Sachen in seinen Büchern verarbeitet halt so. So. Bei S ist so viel noch neben der Geschichte mit dem Clown dabei. Wie kann man sich denn nochmal an die... Ja, eins. Müssen wir jetzt erschießen wieder? Entscheidend. Und sofort 3 Sterne. Können wir das nächste Mal mit einem Schalldämpfer machen? Hab ich. Hab ich auch. Ich auch. Ich hab mich getroffen. Ich hatte Schalldämpfer, aber nur auf die Piste. Die hatte ich auch genommen. Ich auch. So, jetzt müssen wir wieder... Ja, wir haben nur kein gepanzertes Auto hier. Nehmen wir auch das hier vor dem Polizisten. Ist das nicht gepanzert? Achso, das heißt das. Wir sind jetzt quasi für alle sichtbar. Nein. Ja gut, den zweiten, das habe ich noch verliehen. Den Joker muss ich auch mal noch geben. Ja, den will ich immer noch sehen. Ja, ich würde mal machen, muss ich mal rein, ne? Dann gehe ich mal hier ins Auto und fahr mal irgendwie nach der Arbeit kurz bei dir vorbei und treffen wir. Gute Idee. Pisser. Danke. Ja. Ich habe meinen Wagen eben gerufen. Ich vertraue gerade auf Rappling, das war ein Fehler. Ja. Von hier weiß ich nicht auswendig, wo die Dinge ist. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt im Moment auch hab, ne? So, ich mag es und das ist auch kein Problem, aber ich bin immer so überdrüssig von diesen superhelden Marvel-Filmen, die halt immer diesen gleiche Art von Humor haben und die halt einfach fürs Popcorn-Kino gedacht sind. Ja. Ich mag das, aber im Moment habe ich zu viel davon gehabt. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde es jetzt an sich nicht verkehrt. Ich meine, die laufen, haben ja auch immer wirklich denselben Aufbau, ne? Mit 3 Action-Szenen und. Ach, Kacke! Immer den gleichen Humor. Ja, wobei, ich sagen muss, Ant-Man finde ich eigentlich ganz gut und der hat einen anderen Humor. Aber es ist ja noch ein Edgar Wright-Film. Ich find halt den Humor jetzt auch nicht immer schlimm. Das ist es jetzt nicht, aber es ist halt immer so, ne? So. Ganze Szene. Oh, neues Auto. Also, ich kann es verstehen, die Aussage an sich trifft bei mir jetzt aber tatsächlich auf die Marvel-Filme jetzt nicht so zu. Das habe ich dann eher so bei Serien oder so, dass sie mich dann. Bist du? Das war mein großer Kritikpunkt an Philipp, willst du einsteigen? Nö. Okay, dann versuche ich dir ein bisschen aufzuhalten noch. Jetzt habe ich die Autobahn hier gefunden. Ach, willst du wieder in deine... Falsche. Ja, ich wollte in meinen
meinen Super verstecken. Oh ja, das ist die falsche. Ich bin hinter dir. Ich hoffe ja, dass sie hinter mir her sind gerade mehr. Ich glaube, das ist sie. Ich glaube. Ja, ich hab sie. Verdammt, ja. Doch. Bist du, ne? Ja. Nein, wir haben uns gesehen irgendwo. Dann bleib mal hier drunter stehen. Ah, verdammt. Hätte ja funktionieren können. Yeah, entkommen. Auch. Aber der Helikopter ist immer noch hier. Wenn er mich jetzt sieht, lassen die mich dann wieder? Das weiß ich nicht. So halb ich. Aber ich habe eine Verhandlungshilfe. Also ich darf nur nicht antitschen. Kipps auch weg. Ja, ich noch nicht. Ei. Das hat das Auto jetzt nicht so gut überstanden. Da glaub ich verfolgt der Heli uns. Sind sie dafür nicht da? Ja, aber wir sind ja nicht mehr vorhanden. Wenn wir kein Level mehr. Ah, das ist der. Das ist kein Polizei-Heli. Das ist ein CPU. Na dann. Ich sehe den nämlich gerade auf der Karte. Den sehe ich auch. Der ist hinter dir, ja. Nee, hier? Dir, ja, weil ich eine Fahrstunde mit hab, ne? Genau. So, mal dauert wahrscheinlich jetzt nicht mehr lange, dann ist er hinter mir auch her. Alter, wie haben sie mich denn jetzt noch erwischt? Eine Sekunde bevor es ausläuft. Oh, Queen, Queen. So, damit ist der Heli weg. Bleiben Sie stehen! Irgendwer dann irgendeine coole Dürre gesehen hat, der Tag? Ich war von Lupin positiv überrascht. Hab ich auch mal nicht geguckt. War ja auch wieder richtig gut sein. Der Film jetzt bei Netflix? Nee, ist eine Serie. Ist das eine Serie? Ja. Mit Oma Thieves. Ist lang,
bislang nur 5 Folgen. Aber es ist auf jeden Fall schon klar, dass es noch eine zweite Staffel geben wird. Ja, haben sie ja schon gesagt, dass eine zweite kommt. Ich dachte nur, es wäre ein Film. Ups. Ah! Ich war in Ego-Perspektive. Oh, Heli. Ich bin nur zu sehr ein Fan von dem Anime, als dass ich mir dann eine Realverfilmung an Lupin ansehen würde. Ich frage, glaube ich, auch wie man lief ja die Chernobyl-Serie, ne? Ja, die letzten beiden Folgen habe ich leider nur verpasst. Die war auch richtig gut, ne? Also ich habe die auch schon vor einem Jahr oder so gesehen, aber... Alter, da hängst du wirklich drin und denkst du nur so, Kacke, und das ist... Ja, in einem Jahr, wo du geboren bist, passiert. Ich weiß noch, dass wir keine Pilze essen durften. Ja, meine Eltern... Mit dem Geiger. Ja, mein Vater hat ja einen Geigerzähler gekauft. Damals. Echt? Ja, ja. Dadurch haben wir festgestellt, dass die Fliesen in unserem Bad radioaktiv waren. Oder sehr hoch gestrahlt haben, nennen wir es mal so. Cool. Scheiße, so lustig. Der Wert ist nicht so hoch. Was ist mit der Tasche? Hast du die noch, oder? Ich bin tot. Ich hab eine. Also sie ist wieder grün, die Tasche. Ich sehe sie auf der Karte. Ja, dann fahr ich da jetzt mal hin. Ich sammle die jetzt ein und dann... Ich versuche zu dir zu kommen, aber ich bin irgendwie so mitten in der Pampa gerade. Warum bist du denn tot? Der Heli hat mich abgeschossen. Ja, der steht auch schon einfach auf mich. Ah, ich kenne kein Bremsen. Wo bist du, Philipp? Bin schon drin. Hier ist so ein komischer UFO-Park. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin einfach hinten eingestiegen. Tja. Bist du mein Gefangener? Mohaha. Der Mohaha. Hoffentlich war das jetzt nicht rassistisch. Hoffentlich. Was hat denn der Hoff damit mit mir zu tun, ey? Vielleicht auch die Hofffrau? Also einen habe ich, ne? Habe ich gesehen, ja, ich einen hast du abgeliefert. Da. Oh, warte mal, ich habe mal das Auto aus dem Weg. Irgendeinen Film wollte ich doch noch unbedingt gesehen haben, verdammt. Ich hätte Bock auf den Ghostbusters gehabt. Ja, was ist denn jetzt mit dem? Der ist ja von nach hinten verschoben. Ja, aber ich habe noch nie gehört, dass der verschoben wurde. Weißt du, genau, King Kong Godzilla und so, da hörst du immer so, ist verschoben worden. Doch, da haben sie auch gesagt, den hatten sie dann auch eigentlich irgendwie jetzt Sommer diesen Jahres verschoben, aber ich glaube, der wurde nochmal verschoben. Ja, den James Bond hätte ich auch endlich mal gerne gesehen. Ja. Und nach der Katastrophe des Go- und Frauen-Ghostbuster-Films. Ja, das ist... Ich gebe nur zwei Filme in meinem Leben, glaube ich, die ich nicht zu Ende geguckt habe. Weil ich bei einem geschlafen bin und den anderen, weil ich ihn abgebrochen habe. Sahara, weil ich bei einem geschlafen bin und den, weil ich den nach 20 Minuten ausgemacht habe, weil ich die Witze nicht mehr ausgehalten habe. Und ich habe es echt versucht. Ich hasse Melissa McCarthy, der unlustigste Mensch der Welt. Ey. Nein, also es gibt Filme, Happy Murder Time, richtig geil. Passt auch perfekt, aber das... Ja, das war eine riesen Katastrophe, dieser Film. Das war eher so nicht... Das war, als wenn du versuchst, so einen riesigen Haufen auf das Source Material zu kacken. Ja, was anderes war es gefühlt nicht. Was war das? Warte kurz. Alter. Krass. Sie bockt auf jeden Fall.
Was braucht? Er hat mit irgendeiner komischen Gravitationsknarre oder so auf mich geschossen. Ach so. Das ist die Knarre, die ich gerade geholt habe. Du bist gerade weggeflogen. Wow, geil. Die Box. Hier dann löst mal dein VIP-Ding auf, weil ich glaube, wir haben ja jetzt alles, ne? Von den nicht optionalen Sachen haben wir alles, ja? Warte, ich komme wieder raus. Und dann kann ich den Räuber auf den Hals schicken. Oh, wie war das nochmal? Security VIP. Viel mehr werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Das ist nämlich jetzt sehr, sehr spät schon wieder, ne? Ja, gleich halb zwei. Cool, ich kann eine Limousine mit Bordgeschütz anheuern. Hast du. Sind wir noch oder sind wir nicht mehr? Wir sind noch, ich. Jetzt. Schieß mal mit der Waffe auf mich. Aber nicht auf mich, bitte. Nein. Hi there, this is Bryony from Ich wollte meinen Leitner noch ein bisschen missbrauchen. Kommt. Fahr mal mit dem Auto auf dich zu und dann knall mich mal ab mit der Waffe. Hey, you know, I can't say too much because they're... Ja, da kommt er gelaufen. So, warte, und jetzt muss ich den abschießen. Nicht den Typen erschießen, das muss ich, glaube ich, machen. Aber ich stehe nicht auf, aus irgendeinem Grund. Ach, aus dem Weg, Jungs. Ach, Telefon. Ja, da muss er irgendwo sein. Ja, der haut mit dem Auto ab. Ah, ich hab ihn. Ah, juhu, volle Rückerstattung, danke. Ja, ne? Macht die Waffe auch Schaden oder wirft man die Leute damit nur durch die Gegend? Also Material fliegt. Die Leute selber. Sag mal! Wow! Ups, die macht bei mir noch mehr Schaden. Oh. Wie schnell schießt die? Wie hier? Hm? Das ist so ein Strahl, guck hier. Oh. Da gab's noch ein Gewehr von. Macht das auch sowas, oder? Meint, warte. Ich muss kurz suchen. Warte kurz, bitte. Ja, ich mach nichts. Ich will's ja wissen. Ja, du musst kurz gucken, wo sie ist. In welchen. Wobei, ich hab's doch gerade noch gehabt. Du meinst die hier? Ja, genau. Okay, da überlege ich ja fast. Macht das viel Schaden? Warum ich? Warum ich? Weil du nie abhaust. Aua! Sieht auf jeden Fall cool aus. Hey, I know we've got that other thing. You're still working on that, right? Boah, das nervt aber ganz schön, dass Lester die ganze Zeit anruft, ey. Dich mit einer Dose beworfen? Ja,
heilloser Film. Wie ist das wieder los, ey? Verballern wir alle unser Geld, weil wir wieder uns die ganze Zeit gegenseitig auf den Sack gehen. Der war gut, Flip. Danke. Waren die jetzt in die Bullen hier abgeschossen? Can you please move? Ich bin nicht Bullen! Ihr Schweine! Ach nee, verdammt, das war doof, wenn die Polizisten an einen erschießen, ne? Das kostet dann Geld. Alles, was wir gerade machen, kostet richtig Geld. Ja. Och, war auch Katze, Entschuldigung. Komm her! Jetzt habe ich dir voll einen auf die Nase gegeben, weil ich mich so erschreckt habe. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn der Polizei die $250 geben, weil die mein Auto abgeschleppt haben? Das tut mir jetzt weh. Warum, weil es dein Auto ist? Ja. Nein! Also, ich fahr mal ganz weit weg eben und dann fahr ich mit voller Geschwindigkeit auf dich zu, warte. Jetzt. Weil manchmal trifft man den auch Mami. So, dass ich dann komplett seitlich an dir vorbeifliege. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Call again. Goodbye. Ach, das hasse ich. Wie kann ich denn jetzt das bezahlen? So, ja, du musst da hin. Echt? Man muss da hin, um das Auto zu bezahlen? Oh. Warte mal. Die Tür ist ab. Nein! Ich konnte nichts dafür. Ja. Ich konnte wirklich nichts dafür. Er ist einfach ausgestiegen. Nami, komm her. So, mach ich schon mal den Stream aus.